Herzlich willkommen zum Symposium Kardiolotse. Wir entschuldigen uns, dass wir uns leider nicht wie geplant live bei Ihnen melden konnten, sondern jetzt nur per Aufzeichnung. Leider hat sich die Technik nicht dazu überreden lassen, den Ton auch nach draußen zu senden. Deshalb haben wir uns jetzt dafür entschieden, eine Aufzeichnung zu machen, die Sie sich alle ganz entspannt anschauen können, wenn Sie Zeit haben. Und wir machen dann jetzt aber unser Programm trotzdem genau, wie Sie es erwartet haben. Mein Name ist Rike Schulz, ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Pathways Public Health GmbH. Wir sind seit fast 4 Jahren jetzt im Projekt Kardiolotse als externes Projektmanagement dabei und ich freue mich sehr, dass ich heute durch den Tag moderieren darf. Der Kardiolotse ist ein vom Innovationsfonds gefördertes Projekt, das vor mehr als 4 Jahren von der AOK Nordost und der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH entwickelt wurde. Es geht darum, ein Bindeglied zwischen stationärer und ambulanter Versorgung zu schaffen mit dem Kardiolotsen, um damit stationäre Wiederaufnahmen zu vermeiden. Es sind mehr als 2500 Patienten in dem Projekt eingeschlossen worden. Das Projekt ist auch, nachdem es jetzt offiziell nicht mehr vom Innovationsfonds gefördert wird, weil es beendet ist, wird es weitergeführt im Rahmen eines Selektivvertrages. Auch da sind jetzt schon mehr als 1700 Patienten eingeschlossen worden. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was das Projekt gebracht hat, wie die mehr als 4000 Patienten von dem Projekt profitieren konnten. Und es erwartet Sie da nicht nur die Vorstellung der Evaluationsergebnisse, wo wir uns das Ganze in Zahlen, Daten und Fakten anschauen, sondern auch Erfahrungsberichte der Kardiolotsen und der weiteren Projektbeteiligten. Wir werden den Projektablauf auch reflektieren und wollen auch gerne dann mehr im zweiten Teil einen Ausblick auf die Weiterentwicklung des Projektes und auch die Einbindung in die Regelversorgung dann sprechen. Falls Sie Fragen haben, dann würde ich Sie bitten, die an kardiolotse@nordost.aok.de zu senden. Live hätten wir einen Chat gehabt, das geht jetzt leider nicht, aber die Fragen werden dann trotzdem vom Kardiolotse-Team beantwortet. Und dann starten wir auch gleich in das Programm und zwar als allererstes mit der Einführung, warum ein Kardiolotse? Ich freue mich sehr, dass Petra Riesner, die Projektleiterin der AOK Nordost, uns diese Frage beantworten wird. Frau Riesner ist Teamleiterin im Versorgungsmanagement der AOK Nordost und hat das Projekt als Projektleiterin begleitet. Hat auch ursprünglich mit die Idee gegeben, dazu dieses Projekt überhaupt zu machen. Und deshalb freue ich mich sehr darauf, zu erfahren, warum sie dieses Projekt initiiert haben und was Sie daraus gelernt haben. Frau Riesner, bitte. Ja, vielen Dank für das Wort. Warum ein Kardiolotse? Was waren unsere Beweggründe für die Bewerbung mit einem Innovationsfondsprojekt? Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen zu den häufigsten Todesursachen. Und AOK-Analysen haben ergeben, dass 37% unserer AOK-Versicherten an einer chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden. Wir haben dieses Projekt geplant und besprochen mit unserem Partner Vivantes. Deswegen haben wir uns ganz speziell auch nochmal die Daten von Vivantes angeguckt und haben dabei festgestellt, dass tatsächlich 25% der kardiologischen Patienten nach einer stationären Entlassung erneut wieder aufgenommen werden. Die durchschnittlichen Kosten einer stationären Rehospitalisierung lagen bei 5.000 Euro. Das waren Gründe für beide Partner genug, zu überlegen, was man dabei vielleicht mal ändern kann. Was sind die kritischen Punkte? Auf der nächsten Folie haben wir deswegen mal dargestellt, wo ist denn genau die kritische Phase? Sie ist dort, wo sozusagen die stationäre Behandlung endet und die ambulante beginnen soll. Und was sind denn die Ursachen gewesen? Was haben die Patienten gesagt oder was haben die Kliniker festgestellt, wenn die Patienten wieder erneut aufgenommen worden sind? Was könnten die Ursachen gewesen sein für die Wiederaufnahme? Und dann gab es solche Aussagen wie, es gab einfach keine nahtlose Anschlussbehandlung. Es gab sogar Patienten, die keinen Hausarzt hatten und zwischen Entlassung und Neuaufnahme nicht beim Arzt gewesen sind. Gleiches galt für die Empfehlung, die in Arztbriefen gegeben wird, für die kardiologische Mitbehandlung. Auch hier wurde ganz oft festgestellt,
dass eben ein Kardiologe in die Behandlung nicht einbezogen worden ist. Ob es keine Termine bei den Kardiologen gab oder ob der Patient sich nicht gekümmert oder bemüht hat, das blieb an der Stelle erstmal offen. Wir wussten es einfach nicht, aber es war ein Problem. Ebenso die Medikation. Die Medikation wurde uns geschildert, war entweder komplett abgesetzt oder es war sogar noch die Entlassmedikation, die man bei Patienten vorgefunden hatte. Es wurde jedenfalls nicht der Empfehlung aus dem Arztbrief gefolgt, die Medikation so und so lange fortzuführen, aufzudosieren oder eben irgendwann abzusetzen. Diese ganzen genannten Ursachen haben wir so gedacht, das muss man doch ändern können, und haben wir dafür einen Hebel. Und da eben der Übergang von stationär zu ambulant die kritische Phase ist, muss es genau dort an dieser Stelle ein Begleiter angesetzt werden. Und so ist die Idee entstanden, hier einen qualifizierten Begleiter zu etablieren. Und so war die Geburtsstunde des Kardiolotsen. Was ist denn eigentlich der Kardiolotse? Der Kardiologe oder die Kardiologin ist eine Person mit einer abgeschlossenen medizinischen Ausbildung. In unserem Projekt waren das medizinische Fachangestellten oder Gesundheits- und Krankenpfleger. Wir haben diese Personen in einem zweimonatigen Qualifizierungsprogramm, was wir speziell im Projekt entwickelt haben, nochmal qualifiziert. Die Kardiologen bringen von ihrer Ausbildung her und von ihrer Berufserfahrung schon Erfahrung aus der Praxis mit, in der Patientenbetreuung und eben auch in der Kommunikation mit Ärzten. Während unseres Projektes haben wir 10 Kardiologen beschäftigt gehabt, sodass sozusagen die 8 Hauptstandorte von Vivantes abgedeckt werden konnten und gleichzeitig auch eine Vertretungssituation gegeben war. Die Kardiologen selbst betten sich in ein Team ein. Sie haben eine pflegerische Leitung und sie haben eine ärztliche Leitung. Es ist also ein komplettes Team. Ganz kurz zu den Aufgaben. Die wichtigsten sind eben, dass die Kardiologen noch während des stationären Aufenthalts die Patienten identifizieren, dann zu einer persönlichen Ansprache auf die Station gehen, den Patienten dort vor Ort beraten, ihn informieren über das Projekt, über die Begleitungssituation und in dem Moment eben auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das ist ganz wichtig für die nächste Zeit der gemeinsamen Gespräche. Und auf der nächsten Folie komme ich noch mal ganz kurz dazu, zu den Eckpunkten in unserem Innovationsfondsprojekt. Es gab das Konsortium AOK Nordost, Vivantes und die Technische Universität München. Wir sind am 01.06.2018 gestartet. Sie sehen, dass das Projekt offiziell jetzt beendet ist. Wir befinden uns gerade in der Phase der abschließenden Evaluation und des Erstellen der ganzen Abschlussberichte. Die Patientenrekrutierung begann im Januar 2019, lief bis 2020. Die Nachbeobachtung bzw. die Intervention der Patienten war bis 2021, sodass all unsere Patienten, die in das Projekt eingeschlossen werden wurden, mindestens 12 Monate eine Betreuung hatten, also 12 Monate einen Kardiologen an ihrer Seite und einige Patienten sogar 24 Monate. Ja, heute stellen wir, es ist ein wichtiger Moment, ein wichtiger Tag, heute stellen wir nochmal die Evaluationsergebnisse vor. Die sind für uns auch alle ganz frisch, haben uns aber sehr viel Hoffnung gegeben, genau so weiterzumachen und doch sehr viel auch richtig gemacht zu haben. Und bevor wir auf die Evaluationsergebnisse kommen, möchte ich Ihnen aber nochmal einen Film zeigen, den wir gedreht haben, nachdem wir dieses Jahr zum MSC Gesundheitspreis tatsächlich nominiert worden sind und Kardiologe hat dort den hervorragenden 2. Platz als Publikumsliebling erhalten. Film ab. Patienten mit Herzerkrankungen haben halt leider das Problem, dass sie oftmals, wenn sie einmal stationär behandelt worden sind, innerhalb nächster Zeit, der nächsten Monate, der nächsten Jahre wegen der gleichen Erkrankung wieder aufgenommen werden müssen. Und die Frage ist, ob sich dies nicht verhindern lässt durch effektivere, zum Beispiel Sekundär-
präventive Maßnahmen. Aus diesem Grund haben die AOK Nordost und Vivantes dieses gemeinsame Projekt Kardiolotse aus der Taufe gehoben. Die Patienten werden auf Station kontaktiert von den Kardiolotsen, aufgeklärt über das Programm und anschließend nach der Entlassung werden die Patienten innerhalb des ersten Jahres insgesamt 7-mal kontaktiert und werden dabei vor allem befragt, wie es ihnen geht, ob die im Arztbrief empfohlenen Maßnahmen durchgeführt werden, ob die Medikation, die empfohlen worden ist, in dem Umfang noch eingenommen wird, wie sie empfohlen worden ist. Oftmals ist es ja leider so, dass Maßnahmen wie Herzsportgruppen sehr schwierig zu bekommen sind. Und gerade da waren die Kardiologen sehr hilfreich dabei und haben dann versucht, die Patienten dort einzuschleusen, damit eben diese wichtige Komponente der körperlichen Aktivität bei Herzerkrankungen dann auch gewährleistet wird. Als weitere Unterstützung für den Patienten haben wir ja auch einen Ordner erstellt, wo der Patient über die Umstände seiner Erkrankung notwendige Therapie informiert wird. Im Rahmen des Projekts war eben auch sehr positiv, dass die Kardiolotsinnen und Kardiologen Rücksprache mit spezialisierten Krankenhausärzten, die für das Projekt verantwortlich waren, halten konnten. Es ist für uns alle im Kardiolotsen-Team eine Herzensangelegenheit, weil eben die Medizin nicht nur als Reparaturmechanismus funktionieren soll, sondern auch den Patienten weitere Leitfäden geben sollten, wie sie sich gesund erhalten oder zumindest ihre Krankheit stabil erhalten können. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, solche Projekte, solche Lotsenprojekte auch in der Breite weiter durchzuführen. Vielen Dank für die Einblicke, Frau Riesner, und für den spannenden Film. Wir machen jetzt, nachdem wir quasi aus der Quelle des Kardiolotsen gehört haben, warum eigentlich der Kardiolotse initiiert und umgesetzt wurde, gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück und fragen jemanden, die das Projekt eher von außen quasi mitbekommen hat, nämlich eine der beteiligten Hausärztinnen am Kardiolotse-Projekt, Frau Dr. Jasmin Montasseri-Franke. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Praxis in Berlin-Spandau und hat im Projekt regelmäßig Patienten betreut, die in dem Projekt eingeschlossen wurden, und hat in dieser Funktion eben auch mit den Kardiolotsen kommuniziert und geschaut, wie können wir die Versorgung der Patienten gemeinsam verbessern. Und leider kann Frau Montasseri-Franke heute nicht vor Ort sein. Deshalb haben wir das Interview mit ihr vorher aufgezeichnet und würden Ihnen das jetzt gerne zeigen, was Ihre Erfahrung mit dem Projekt war. Also ein Kardiolotse ist ein medizinisch ausgebildete Fachkraft, auf jeden Fall ein medizinisch weitergebildeter Mensch, der die Patienten kontaktiert in regelmäßigen Abständen und ihnen versucht, die Erkrankungen ein bisschen zu erklären und die Therapie zu überwachen und Fragen zu beantworten beziehungsweise auf andere Hilfsangebote der Krankenkasse aufmerksam zu machen und eine Brücke zwischen mir, dem Krankenhaus und dem Patienten herzustellen. Ja, die Patienten werden in regelmäßigen Abständen von den Kardiolotsen kontaktiert. Ihnen werden die Dinge, die Medikamente, die Behandlungsoptionen, die weiteren Folgetermine nochmal erläutert. Und das ist auch ganz gut, insbesondere für ältere Patienten, die häufig noch verschiedene andere Erkrankungen haben, daher nicht so motiviert sind, den Arzt aufzusuchen, die ihre Beschwerden auf andere Dinge schieben, die häufig auch Ängste haben. Und denen wird das Programm helfen, einfach die Therapie ein bisschen halt mit einzuhalten, einfach weil sie so ein bisschen unterstützt werden und nochmal Fragen stellen können, die sie vielleicht vorher nicht verstanden hatten. Und einfach da der Kardiologe ein bisschen mehr Zeit hat, kann er ihnen halt die Erkrankung ein bisschen näher bringen und dadurch werden vielleicht auch gewisse Hemmungen und Ängste und Hemmschwellen halt abgebaut. Ich persönlich habe das Gefühl bei meinen eigenen Patienten, dass das auf jeden Fall was gebracht hat, da ich keine erneuten Krankenhauseinweisungen bei diesen Patienten zu verzeichnen hatte. Die Patienten hatten auch keinen erneuten Herzinfarkt erlitten. Die Erkrankung ist im Moment bei diesen Patienten stabil. Die Blutergebnisse sind besser und die Folgetermine werden
derzeit eigentlich dann auch ganz gut eingehalten. Also insofern scheint es bei meinen Patienten gut zu laufen und zu greifen. Ja, die Patienten finden das ganz gut. Die werden ja in regelmäßigen Abständen von den Kardiolotsen eben in ihrem eigenen Zuhause angerufen. Dadurch kommen häufig auch nochmal Fragen und Aspekte auf, die in der Praxis gar nicht angesprochen werden konnten und die dann halt aber im Nachhinein von mir oder eben schon vielleicht vom Kardiologen beantwortet werden konnten. Und das gibt den Patienten eine gewisse Sicherheit. Die finden das gut, denn die fühlen sich eben rundum bekümmert und ernst genommen und finden das auch sehr schön, dass wir als Ärzte und das Gleiche sozusagen berichten wie der Kardiologe. Also werden sie von zwei Seiten eben so ein bisschen abgesichert und erfahren das eben in zwei verschiedenen Menschen in anderen Worten. Und deswegen kommt das eigentlich ganz gut an. Ich denke, das Programm bietet eine zusätzliche Entlastung für unseren ärztlichen Arbeitsalltag. Der Patient ist im Vorfeld schon sehr gut über seine Erkrankung informiert worden, kann dadurch bei uns gezieltere Fragen stellen. Die Termintreue wird auf jeden Fall erhöht. Wir als Praxis brauchen den Patienten weniger an seine Folgetermine erinnern, beziehungsweise sogar gar nicht. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Das erspart uns eben Zeit. Und wenn die Behandlung einfach besser voranschreitet, sind Patient, Arzt, Helferin alle zufrieden. Ja, aus meiner Sicht als Hausärztin macht es auf jeden Fall Sinn, das Projekt fortzuführen. Es hat sich ja gezeigt, dass das Vorteile bringt. Deswegen ist es schön, dass das Projekt weitergeführt wird. Können alle nur davon profitieren, Arzt, Patient und alle dazugehörigen. Und insofern begrüße ich das halt sehr und freue mich dann halt weiteres davon zu hören. Vielen Dank, Frau Dr. Montasseri-Franke, dass Sie uns auf diesem Weg einen Einblick in Ihre tägliche Arbeit mit den Kardiolotsen und auch mit den Patienten gegeben haben. Das finde ich toll, dass wir das auch auf diesem Weg hinbekommen haben. Und wir machen an dieser Stelle quasi nahtlos weiter, nämlich mit der tatsächlichen praktischen Erfahrung mit den Patienten und mit den Kardiolotsen. Cynthia Brühl ist bei mir. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und bei Vivantes als Pflegedienstleiterin für die Kardiolotsen zuständig, hat das gesamte Projekt betreut und betreut auch jetzt die Kardiolotsen weiter im Selektivvertrag, der weiterläuft. Und ich freue mich sehr, dass Sie uns einen Einblick in die tägliche Arbeit mit den Patienten und den Kardiolotsen geben werden. Frau Brühl. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Cynthia Brühl. Und in den nächsten paar Minuten möchte ich Ihnen gerne vor allen Dingen Erfahrungsberichte aus dem Alltag des Kardiolotsen-Teams näher bringen. Erstmal die Frage vorneweg, was ist wichtig? Und wir haben festgestellt, im Laufe der letzten 4 Jahre, die ich das Programm und Projekt begleiten durfte, dass vor allen Dingen die Arbeit und das Erstgespräch auf der Station sich bewährt hat. Das bedeutet, die Patienten lernen ihre Kardiolotsen kennen und auch der Kardiologe seinen Patienten. Sie sehen sich persönlich Auge in Auge. Und gerade die freundliche, professionelle Art, wie Frau Riesner auch erklärt hat, die wir in der langen Schulung den Kardiologen näher gebracht haben, ist es von großem Vorteil. Denn der Patient weiß in dem Falle von Anfang an, da ist jemand, der sich über meine Erkrankung rein fachlich auskennt und mich im Alltag mit dem Umgang damit unterstützen kann. Die Anrufe finden dann wieder statt, wenn der Patient zu Hause ist. Und das hat sich erfahrungsgemäß positiv ausgewirkt, denn da ist die nötige Ruhe, die auch der Patient für die Gespräche braucht. Und es kommt immer mal wieder dazu, dass man die ein oder andere Frage in der Klinik nicht gestellt hat.
Und von dem her sind Sie sehr dankbar, wenn Sie dann einen Ansprechpartner haben, der Ihnen Fragen und Ängste nimmt und sich um Sie kümmert. Viele Patienten können sich ganz genau an ihre Lotsin oder an ihren Lotsen erinnern, der sie als erstes angesprochen hat. Und somit entsteht von Anfang an ein vertrauensvolles Verhältnis. Nun fragen Sie sich, was sollte mir das bringen als Patient? Sie werden schnell merken, wie ich schon erwähnt habe, da ist jemand, der vom Fach ist, der mir nicht einfach irgendwas anbietet, sondern der mich wirklich interessiert, von Anfang an begleitet, sich um mich kümmert. Denn das Ziel unserer Programm- und Projektzeit und auch darüber hinaus ist es, Lücken in der Mit- und Weiterbehandlung zu schließen. Das bedeutet, fehlende Medikamente, die vielleicht nicht mehr eingenommen wurden, zu unterstützen, auch an Kontrolltermine beim Arzt zu erinnern oder sollte kein Arzt vorhanden sein, auch hier gemeinsam voranzuschreiten und einen Arzt in der Wohnortnähe, einen niedergelassenen Arzt zu finden. Somit vor allen Dingen auch die mangelnde Therapietreue, die entstehen könnte, zu verhindern. Und es gibt viele sehr gute Versorgungsangebote bei Ihrer Krankenkasse, der AOK Nordost. Und auch die können wir natürlich näher bringen, da wir geschultes Personal sind. Bei jedem Patienten fragt der Kardiologe erfahrungsgemäß das Gleiche ab. Wie geht es Ihnen? Waren Sie noch mal in der Klinik? Hatten Sie Beschwerden? Nehmen Sie Ihre Medikamente ein? Besuchen Sie einen Haus- und Facharzt? Und viele weitere Fragen. Aber jede Begleitung, jedes Kümmern, jeder Patient, jede Betreuung ist individuell. Warum? Weil der Kardiologe neben den normalen Standardfragen auch eine umfangreiche Dokumentation jedes Mal durchführt. Und das bedeutet, er kann sich individuell auf jeden Patienten konzentrieren. Wofür hat sich der Patient, in dem Fall Sie, wofür haben Sie sich interessiert? Haben Sie das Ziel mit ihm gemeinsam erreicht? Oder müssen wir da nochmal drüber schauen und es gemeinsam anpacken? Ja, was sticht vor allen Dingen hervor, ist es das Auftreten. Wie man es so gut kennt, gerade in der Klinik, spielt es eine große Rolle, wie trete ich jemandem gegenüber? Und auch hier haben unsere Kardiologen gerade in der Kommunikation und auch in der Empathie genau erlernt, wie sie vorgehen müssen. Und der Kardiologe hat auch die Fähigkeit, gut zuzuhören und darauf zu reagieren, was ihm mitgeteilt wird. Das bedeutet, professionell geschulte Fachkräfte unterstützen Sie mit Ihrer Herzerkrankung die Patienten, die eine Herzerkrankung haben, und verbessern vor allen Dingen hier positiv ein gutes Patientenverhältnis. Und was ist auch wichtig, gerade in der Klinik, die Kardiologen sind angebunden an die Stationsärzte, an den Klinikalltag, und auch hier ist eine gute Zusammenarbeit von Vorteil gewesen während der letzten 4 Jahre. Welche Erfahrungen nehmen wir also mit? Gerade der Austausch, Frau Riesner hat es vorab auch schon erwähnt, in den Arbeitsgruppen, der regelmäßig stattgefunden hat, war sehr positiv. Eine ausreichende und langfristige Vorbereitung des gesamten Programms und stetige Wiederauflebung bei Konflikten oder Problemen durch die regelmäßige Teilnahme an Teammeetings und durch die regelmäßige Teilnahme von allen Programmen und Projektbeteiligten an AGs, also an Arbeitsgruppen. Denn gerade bei dieser dezentralen Arbeit ist es wichtig, dass wir im Gespräch und im Kontakt bleiben. Während der Pandemiezeit war es uns natürlich auch möglich, per Videocalls regelmäßig in Austausch zu gehen und uns so auch alle zu sehen. Was nehme ich aber mit, was wir gerne noch verbessern wollen oder an dieser Schraube würden wir gerne noch ein bisschen drehen, ist die Zusammenarbeit und die Erweiterung auch in den ambulanten Sektor. Daher würden wir uns freuen über weiteren Austausch und ich danke für die Zeit, gemeinsam auch mit den bisherigen niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen. Ja, ich schätze es also persönlich sehr und kann Ihnen sagen, dass der Kardiologe ein Ansprechpartner ist. Und es ist nicht nur eine Bandansage, nicht nur eine App, sondern zusammenfassend ist die ganze Zeit eine Phase des Lernens und des Weiterentwickelns gewesen. Wir wollen langfristig eine Verbesserung erzielen und auf der Ebene
zwischen den Partnern war es sehr wichtig, eine gute Zusammenarbeit anzusteuern und die auch fortzuführen. Denn gerade die Zusammenarbeit zwischen Klinik und Krankenkasse trägt entscheidend dabei. Ja, daher legen wir auch mit einer Herzerkrankung nicht die Hände in den Schoß, erfahrungsgemäß, sondern blicken gemeinsam voran. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Brühl, für die sehr persönlichen Einblicke in das Projekt. Ja, und jetzt verlassen wir ein Stück weit die persönlichen Einblicke und kommen, ich könnte mir vorstellen, dass alle schon ganz gespannt sind, nämlich zu den knallharten Fakten, den Evaluationsergebnissen aus dem Projekt. Und da wird jetzt als erstes Herr Dr. Sebastian Kamann die Evaluationsergebnisse aus medizinischer Sicht vorstellen. Herr Kamann ist Mediziner und leitet bei Vivantes die Abteilung Medizinmanagement, Organisation und Katastrophenschutz. Glücklicherweise war das mit dem Katastrophenschutz beim Kardiolotsen-Projekt nicht so wichtig. Er hat die Kardiolotsen als ärztlicher Leiter betreut und kann uns deshalb zwar auch einen persönlichen Einblick geben, aber wird jetzt vor allem tatsächlich die Evaluationsergebnisse vorstellen. Vielen Dank, Herr Kamann. Ja, herzlichen Dank auch. Ich freue mich, dass wir jetzt in den Teil eintreten dürfen, der schon mit Spannung erwartet worden ist, nämlich die Bekanntgabe der für uns auch noch recht frischen Evaluationsergebnisse. Und ich freue mich umso mehr, dass ich Ihnen heute also die Ergebnisse des Teils der Wirksamkeitsanalyse dazu vorstellen darf. Gerne würde ich noch einmal kurz auf die Studienpopulation und die Art der Studiendurchführung eingehen. Wir haben schon im Vorvortrag gehört, dass wir eine Rekrutierungszeit von Anfang 2019 hatten, die dann bis Ende April 2020 geplant war. Auch das haben Sie schon gehört, dass wir leider aufgrund des Einsetzens der Corona-Pandemie hier leicht vorzeitig die Rekrutierung abbrechen mussten. Das hat uns zum Glück, muss man sagen, rein numerisch bei den Patienten, die wir angestrebt haben, nur relativ wenige Teilnehmende gekostet. Insofern sind wir da, was das angeht, vielleicht noch mit dem Schrecken davongekommen aus der reinen Studiensicht. Geplant war dann im Vergleich zu dem ursprünglichen Ende der Rekrutierung noch weitere 12 Monate insgesamt den Nachbeobachtungszeitraum auszudehnen, sodass also auch die letzten eingeschlossenen Teilnehmenden wenigstens 12 Monate Nachbeobachtungszeit haben. Insgesamt ergibt sich daraus aber natürlich auch, dass unsere ersten eingeschlossenen Teilnehmenden 24 Monate und sogar etwas mehr an Nachbeobachtungszeit grundsätzlich abbilden können. Zu den Kriterien, wie wir Studienteilnehmende rekrutiert haben, muss man sagen, das liegt natürlich in der Natur der Sache in so einem Projekt, was ja jetzt erstmal noch nicht eben Teil der Regelversorgung ist, dass wir hier bei Versicherten der AOK Nordost erstmal darauf für den Anfang sozusagen beschränkt waren und auch noch nur auf diejenigen, die tatsächlich auch vorher einen Klinikaufenthalt in einem unserer Krankenhäuser bei Vivantes hatten. Nichtsdestotrotz hatten wir immer noch genügend Teilnehmende oder Patientinnen und Patienten aus diesem Bereich zu rekrutieren. Wir haben natürlich Wert darauf gelegt, dass diese Patientinnen und Patienten grundsätzlich einwilligungsfähig, das heißt also volljährig sind und dass bei ihnen keine größeren oder schwierigeren kognitiven oder psychischen Einschränkungen bestehen. Wie gesagt, wichtig war der zuvor liegende Krankenhausaufenthalt. Hier muss natürlich eine kardiale, eine Herzerkrankungsdiagnose behandelt worden sein. Und das war namentlich definiert als der Formkreis der koronaren Herzkrankheit, einschließlich akuter Herzinfarkte, der Herzrhythmusstörungen und eben auch der Herzinsuffizienz. Und deswegen ist es wichtig, dass die Patientinnen und Patienten natürlich aktiv auch einwählen können. Natürlich war es auch erforderlich, dass sich diese einverstanden mit der Betreuung erklärt haben. Was wir auch noch zu Ausschlusskriterien gemacht haben, aus den praktischen Gründen der Zugänglichkeit einer oder unserer geplanter Intervention, sind höhergradig pflegebedürftige Patientinnen und Patienten gewesen mit einem Pflegegrad von 4 oder höher, sowie auch Pflegeheimbewohner. Als Endpunkte haben wir dann die Rehospitalisierung innerhalb von 12 Monaten definiert. Auch das haben wir schon mal kurz gehört. Und wir haben also als sekundäre Endpunkte zudem noch die Krankenhausverweildauer, die Mortalität und auch die Lebensqualität angesehen.
Die Studienpopulation habe ich auf der nächsten Folie noch einmal kurz dargestellt. Wir haben es also geschafft, insgesamt 2862 Patientinnen und Patienten zu randomisieren. Das ist 1:1 erfolgt, sodass wir also zwei gleich große Studiengruppen mit etwas über 1400 Teilnehmenden hatten. Wie das dann natürlich immer so ist in solchen Studien, muss man dann trotzdem nach der Randomisierung irgendwann feststellen, dass man noch einzelne Teilnehmende aus der Analyse ausschließen muss, weil sie beispielsweise zwischendurch ihre Einverständniserklärung widerrufen haben. In dem Fall wäre auch ein Kassenwechsel zum Beispiel schädlich gewesen oder schlicht und einfach im Verlauf keine Daten aus verschiedensten Gründen mehr zur Verfügung gestanden haben, um diese auszuwerten. Nichtsdestotrotz konnten wir am Ende in die Analyse immer noch pro Gruppe zwischen 1250 und knapp 1300 Patientinnen und Patienten einschließen. Und auch da kann ich schon mal verraten, dass wir in über 50% dieser Fälle bei den Teilnehmenden eine Beobachtungsdauer von respektablen 24 Monaten erreichen konnten. Was Sie auch sehen und was für uns persönlich natürlich etwas enttäuschend ist, wenngleich nicht unbekannt in solchen Studien, ist, dass es, wenn es um Bereiche von Befragungen geht, mit Rücklaufquoten hier natürlich Sie das etwas abschmelzen sehen im Bereich der dann noch Teilnehmenden, sodass wir für die qualitativen Befragungen hinsichtlich der Lebensqualität etc. leider zum Schluss etwas geringere Populationen nur noch zur Verfügung hatten. Was das bedeutet für die Ergebnisse, werden wir gleich sehen. Zuerst möchte ich Ihnen den Endpunkt der Rehospitalisierung vorstellen. Hier war also grundsätzlich erstmal von der 12-Monats-Rehospitalisierung die Rede in der Definition. Also auch bei den Patientinnen und Patienten, die einen längeren Zeitraum erreicht haben, ist das erstmal der Endpunkt, der primäre gewesen. Und wir haben hier in der Auswertung unterschieden über alle Rehospitalisierungsgründe und uns auch nochmal angeguckt, wie sich das dann bei denjenigen verhält, die aufgrund tatsächlich der Diagnose, der sogenannten Indexdiagnose, die ursprünglich zum Krankenhausaufenthalt geführt hat, wieder aufgenommen werden. Das kann man in zwei Weisen darstellen. Wir haben auch beides gemacht, weil tatsächlich die Betrachtungen etwas unterschiedlich sind. Deswegen sehen Sie zwei Tabellen in der Folie. Das eine ist tatsächlich die Rate. Also letztendlich interessiert man sich hier dafür, ob eine Person wieder aufgenommen wird oder nicht, egal wie häufig das passiert. Und daraus kann man dann ein Risikoverhältnis, eine Odds Ratio berechnen. Man kann sich aber auch die Rehospitalisierungsanzahl ansehen, weil wir natürlich der Tatsache Rechnung tragen wollten, dass Patientinnen und Patienten in dem Nachbeobachtungszeitraum natürlich auch nicht nur ein einziges Mal rehospitalisiert werden könnten. Und hier lässt sich dann die sogenannte Incidence Ratio berechnen. Wir konnten dann hier feststellen, innerhalb von 12 Monaten, dass wir auf einem etwas geringeren Signifikanzniveau, aber immerhin doch eine Signifikanz erreicht haben, in der Odds Ratio, also in der Rehospitalisierungsrate, sowohl bei den Rehospitalisierungen unabhängig vom Grund als auch bei den Indexdiagnosen, und dass wir also insgesamt so um 13-15% letztendlich die Wiederaufnahmewahrscheinlichkeit in das Krankenhaus haben senken können. Deutlicher wird der Effekt zum Teil, wenn wir uns die Rehospitalisierungsanzahl ansehen. Hier ist allerdings die Signifikanz leider nicht über alle Diagnosen gegeben, obwohl man natürlich auch hier einschränkend sagen kann, inwiefern beispielsweise Knochenbrüche oder Ähnliches hier auch signifikant sein sollten. Aber wir haben dafür eine deutliche Signifikanz bei den Indexdiagnosen und konnten hier auch um etwas über 10% die Inzidenz der Rehospitalisierungen senken. Dann haben wir noch eine Subgruppenanalyse angeschlossen, um zu gucken, welche Patientinnen und Patienten gegebenenfalls gesondert oder besonders profitieren, und haben hier festgestellt, dass in diesem Bereich Patientinnen und Patienten mit koronarer Herzkrankheit ganz besonders signifikant profitieren. Als weiteren Endpunkt haben wir uns die Krankenhausverweildauer angesehen. Da ist die Herangehensweise dann etwas anders. Also hier wird nach den Mittelwerten in den beiden Gruppen von Tagen Krankenhausverweildauer im Durchschnitt analysiert, die sogenannte Difference in Mean.
Und immerhin konnten wir schon einmal feststellen, dass die initiale Krankenhausverweildauer, also in dem ursprünglichen Aufenthalt, nicht unterschiedlich war, nicht signifikant, sodass man also davon ausgehen kann, dass nicht schon von vornherein irgendwie ein Risiko für längere Krankenhausaufenthalte hätte bestehen sollen. Wir haben hier gesehen im zeitlichen Verlauf, dass wir bereits ab 6 Monaten nach Beginn der Intervention tatsächlich einen messbaren Unterschied auf einem leichten Signifikanzniveau feststellen. Von etwa 1,5 Tagen Reduktion. Und ganz besonders erfreut waren wir natürlich, als dann beim definierten Endpunkt nach 12 Monaten tatsächlich hier über 2 Tage Reduktion der durchschnittlichen Krankenhausverweildauer erreicht werden konnten. Und zwar sowohl unabhängig vom Grund der Rehospitalisierung als auch für die Indexdiagnosen und das Ganze auf einem guten und eindeutigen Signifikanzniveau. Auch hier haben wir uns wieder angeguckt, inwiefern Subgruppen von Patientinnen und Patienten besonders profitieren konnten. Und hier haben wir Herzinsuffizienzpatientinnen und Patienten mit einer Reduktion von sogar knapp 4 Tagen Krankenhausverweildauer ermitteln können. Gucken wir uns noch kurz die Endpunkte Mortalität und Lebensqualität an. Bei der Mortalität muss man sagen, aufgrund der Datengrundlage, in der keine Todesursachen enthalten waren, konnten wir die sogenannte All-Cause-Mortality beobachten. Und hier ist es tatsächlich so, dass in beiden Gruppen zwar eine gewisse Tendenz zur verbesserten Mortalität in der Interventionsgruppe vorhanden war. Das konnten wir aber leider nicht statistisch signifikant belegen. Und tatsächlich ist es auch so, dass weder in Subgruppenanalysen noch im zeitlichen Verlauf über eine Kaplan-Meier-Analyse hier ein signifikanter Unterschied zu erkennen war. Bei der Lebensqualität hatte ich schon mal ein bisschen angedeutet, dass wir natürlich das Problem hatten, dass im weiteren Verlauf der Return sozusagen von den Befragungen etwas zu wünschen übrig gelassen hat. Da ist es tatsächlich so, wir mussten das ja trennen von der ursprünglichen Betreuung, um hier jede Art von eventueller Beeinflussung auszuschließen. Es gab also eine zusätzliche telefonische Befragung unabhängig von der Intervention. Und die konnte dann offenbar leider nicht mehr in beiden Gruppen bei allen Patientinnen und Patienten stattfinden. Das Ganze hat jeweils 3 und 12 Monate nach der Krankenhausentlassung stattgefunden. Und an diesen Zeitpunkten sehen wir ebenfalls, dass die Lebensqualität in der Interventionsgruppe, nachdem sie ähnlich gestartet oder ziemlich identisch gestartet sind, tatsächlich in der Interventionsgruppe tendenziell leicht höher liegt, in beiden Gruppen dafür aber mit der Zeit abnimmt und leider sich auch keine Signifikanz hier bestimmen lässt. Das haben wir natürlich ein bisschen versucht einzuordnen und haben uns dann auch dafür interessiert, was könnte möglicherweise die Coronavirus-Pandemie beigetragen haben. Und tatsächlich ist es hier so, wir haben uns über den gesamten Projektverlauf, auch die 12 Monate vor dem Beginn des Projektes in den Routinedaten der Krankenversicherung angesehen und haben da schon mal in dem Zeitabschnitt festgestellt, wie Sie in dieser Grafik sehen, dass es dabei keine nennenswerten Unterschiede bei den Krankenhauseinweisungen gab. In der noch pandemiefreien Zeit des Jahres 2019 sehen Sie dann zwischen den beiden Kurven Interventionsgruppe und Kontrollgruppe dann doch eine zunehmende Schere. Und das hätte uns natürlich alles interessiert, wie das weitergegangen wäre. Aber da spielt dann eben das Leben leider manchmal einen Streich und es kam Corona. Und dann sehen Sie natürlich, wie grundsätzlich die Krankenhauseinweisungen zurückgehen. Das kann man sich ja auch zum Teil dadurch erklären, dass einfach auch die Angst vor dem Krankenhausaufenthalt da war in dieser Zeit. Und schon relativierte sich leider im zeitlichen Verlauf dieser Unterschied etwas. Das heißt, wir haben auch, und das jetzt nicht nur natürlich grafisch analysiert, wir haben hier durchaus auch im Datenmaterial Hinweise darauf, dass die Effekte, die wir haben, auch gerade die nicht signifikant waren, deutlicher hätten sein können, wäre die Corona-Pandemie ausgeblieben. Zusammenfassend kann man trotzdem sagen, dass wir eine deutliche Reduktion der Rehospitalisierung sowohl in der Rate als auch der Anzahl sehen, vor allen Dingen im Bereich der Indexdiagnose, also der Patienten, die wieder aufgenommen werden aufgrund der ursprünglich selben Erkrankung, und dass wir auch eine deutliche Reduktion der durchschnittlichen Krankenhausverweildauer sehen. Die restlichen Effekte waren tendenziell durchaus auch positiv vorhanden, wenngleich nicht signifikant. Und man muss eben sagen als Limitation, dass der
mögliche, vielleicht sogar wahrscheinliche Einfluss der Coronavirus-Pandemie uns dann doch etwas die Ergebnisse verhagelt haben könnte. Das nehmen wir einfach sportlich. Wir haben das eben in den Zahlen daran gesehen, dass wir eine Kohorte hatten aus dem ersten rekrutierten Quartal. Die haben ihren primären Endpunkt noch vor der Coronavirus-Pandemie erreicht. Und bei dieser Analyse ist die Subgruppe zwar zu klein für eine statistische Signifikanz, aber hier sieht man auch nicht nur grafisch, sondern im Zahlenmaterial durchaus, dass es Hinweise darauf gibt, dass sich hier der Trend noch deutlich fortgesetzt hätte. Ja, und die Response-Rate, wie gesagt, ist eben relativ gering, unter 50% in beiden Gruppen. Und auch das wird wahrscheinlich leider dazu geführt haben, dass wir gerade in den Befragungen zur Lebensqualität es zumindest schwerer hatten, eine Signifikanz zu zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Karmann, für die spannenden Ergebnisse und auch zumindest aus Sicht der Patientinnen und Patienten sehr erfreulichen Ergebnisse, würde ich sagen. Ich freue mich jetzt sehr darauf, dass wir von Frau Professorin Leonie Sundmacher die Evaluationsergebnisse des Projekts Kardiolotse aus gesundheitsökonomischer Sicht vorgestellt bekommen. Frau Professorin Sundmacher leitet das Fachgebiet Gesundheitsökonomie an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der Technischen Universität München und hat das Projekt Kardiolotse als Evaluatorin begleitet und wird uns jetzt die Ergebnisse vorstellen und ich freue mich sehr, Frau Sundmacher. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich die Ergebnisse hier vorstellen kann. Es sind zum einen die Ergebnisse der gesundheitsökonomischen Analyse und dann schließen sich die Ergebnisse der Prozessanalyse ein. Die gesundheitsökonomische Analyse, die spaltet sich in zwei Teile. Zum einen haben wir betrachtet, welche Kosten bei den Patienten innerhalb des Kardiolotsenprogramms aufgekommen sind. Und zum anderen haben wir geschaut, welche Interventionskosten sind denn während der Studie angefallen. So, ich fange mal mit dem ersten Teil an. Sie sehen das auf der Folie rechts unten. Da sind die Gesamtkosten, die Patienten innerhalb des Kardiolotsens aufgeworfen haben, abgetragen. Und da gibt es drei große Blöcke. Der blaue Block, das ist mit etwa 56% die Kosten, die im Krankenhaus aufgekommen sind. Dann gefolgt von den Arzneimitteln, die von Vertragsärzten verschrieben wurden. Und dann eben noch die Kosten für Vertragsärzte selbst. Also wie gesagt, mit 56% dominieren da die Kosten im Krankenhaus. Und Medikamente nehmen immer noch einen Anteil von 12% ab. Und dann verteilt es sich auf kleinere Posten. Was uns natürlich insbesondere interessiert, ist, wie verteilt es sich auf die Interventions- und auf die Kontrollgruppe? Und das sehen Sie wiederum in der Tabelle, wo die Ergebnisse für das erste Jahr abgetragen sind. Und zwar im Schnitt hat ein Patient in der Interventionsgruppe, also der Gruppe, die von den Kardiolotsen betreut wurden, etwa 16.000 Euro gekostet und in der Kontrollgruppe etwa 19.000. Es gab tatsächlich einen signifikanten Unterschied von etwa 3.000 Euro zugunsten der Interventionsgruppe, also 3.000 Euro weniger in der Interventionsgruppe. Wenn man jetzt noch für zusätzliche Variablen adjustiert hat, was üblich ist in diesen Analysen, dass man noch Alter, Geschlecht und auch Komorbidität noch mal zusätzlich zur Randomisierung herausrechnet, bleibt immer noch ein Unterschied von 2.600 Euro. Und wenn man dann wissen möchte, auf welchen Kostenblock ist das denn zurückzuführen, dann sieht man die Lösung zu dieser Frage direkt unten. Das sind insbesondere Kosten im Krankenhaus, die eingespart wurden. Und zwar allein auf das Krankenhaus entfallen etwa 2.000 Euro Kostenunterschied zugunsten der Interventionsgruppe und adjustiert bleibt es etwa im gleichen Bereich. Ja, so Kostenunterschiede hat man direkt 3 Monate nach Einschluss beobachtet. Es macht auch Sinn, es eben 3 Monate nach dem ersten Kontakt mit dem Kardiolotsen. Da war es bereits bei etwa 400 Euro zugunsten der Interventionsgruppe. Und man hat diesen signifikanten Unterschied eben auch bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen, Corona-Herzkrankheit und Herzinsuffizienz in Subgruppenanalysen gesehen. Also wenn man eine gesundheitsökonomische
Analyse macht, dann führt man noch mehrere Sensitivitätsanalysen durch, schaut, ob das Ergebnis wackeln könnte, wenn man eine Variable rausnimmt. Es waren insgesamt recht robuste Ergebnisse. Was wir gesehen haben, ist, wenn man alle Langlieger ausschließt, dann reduziert sich das Ergebnis auf ungefähr 700 Euro, die Interventionsgruppe weniger an Kosten aufwirbt, und das Ergebnis ist nicht mehr so signifikant. Wenn wir jetzt zur nächsten Folie kommen, dann schauen wir uns auf der nächsten Folie an, wie viel das Projekt denn gekostet hat, also die Interventionskosten. Und auf die Interventionskosten kann man aus verschiedenen Blickwinkeln gucken. Und wir haben grundsätzlich unterschieden zwischen der Phase, wo das Projekt implementiert wird, und der Phase der Intervention, also die Implementierung, bevor quasi die Kardiolotsen aktiv werden, die Schulung beginnt und man mit dem Aufbau der Projektstrukturen beschäftigt ist. Und dann die Phase, wenn die Kardiolotsen aktiv werden, und dann haben wir das Ganze noch einmal gebündelt betrachtet. Dann gibt es auch wieder diverse Möglichkeiten, wie man die Kosten umlegen kann. Man kann die Kosten entweder auf die gesamte Studienpopulation umlegen, oder man legt die Kosten nur auf die Interventionspatienten um, und auch da gibt es Vor- und Nachteile. Wenn man sie nur auf die Interventionspatienten umlegt, was jetzt in erster Linie auch sinnvoll erscheint, dann kann es sein, dass man etwas überschätzt, weil die Kontrollgruppenpatienten natürlich auch Geld kosten, wenn man mit ihnen Kontakt aufnimmt und das gesamte Management. Insgesamt ist das aber unser favorisierter Blickwinkel, aber zur Komplettierung referiere ich beides. Also zur Implementierung. Wenn man sich jetzt die Gesamtkosten umgelegt anschaut auf die Patienten der Interventionsgruppe, dann in der Implementierungsphase entweder 150 Euro pro Patient. Wenn man nur darauf schaut, wie viel hat es gekostet, die Kardiolotsen ins Spiel zu bringen, dann sind es 73 Euro. Und wenn man es entsprechend auf die Patienten der Kontrollgruppe umlegt, dann halbieren sich die Werte wieder. Das ist der Unterschied zwischen den roten und dem blauen Balken im Bild links. So, dann kommen wir zu der interessanten Phase, Phase 2, das sind die Kardiolotsen. Wenn man hier die Gesamtkosten auf die Interventionsgruppe umlegt, dann hat man einen Wert von etwa 1.500 Euro pro Patient. Wenn man sich aber nur die Kosten für die Kardiolotsen anschaut, exklusive Projektführung etc., dann sind es noch 813 Euro. Und das halbiert sich dementsprechend wieder, wenn man es auf Kontrollpatienten umlegt. Also wenn wir die Phasen zusammen anschauen, dann rangieren die Kosten pro Interventionspatient zwischen ungefähr 1.600 und 870 Euro. Dann kommen wir zur nächsten Folie, dann fasse ich schon die Ergebnisse für die gesundheitsökonomische Analyse zusammen. Eben wurde die Effektivitätsanalyse vorgetragen, die wir auch durchgeführt haben. Da haben wir gesehen, ganz schön signifikante Reduktion der Rehospitalisierungsrate und auch der Anzahl der Rehospitalisierung mit Indexdiagnose, als auch eine Reduktion der durchschnittlichen Krankenhausverweildauer. Das ist für unsere gesundheitsökonomische Analyse auch wichtig, dass da ein Zwischenspiel, ein Zusammenhang zwischen positiver Effekt und Kosten ist. Was man nicht gesehen hat, sind signifikante Effekte in der Sterberate und in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Gesundheitsökonomie ist positiv ausgefallen, also geringere Gesamtkosten in der Interventionsgruppe zwischen 3 und 12 Monate. Und wichtig zu merken, dass der größte Anteil eben auf die Kosten im Krankenhaus erfällt. Und das ist aber etwas, was wir eben auch erwartet haben. Was man mitnehmen kann zu den Implementierungskosten ist, die rangieren gesamtbetrachtet zwischen 800 und 1.600 Euro. So, das war die Gesundheitsökonomie. Wenn wir zur nächsten Folie kommen, kann ich noch die Ergebnisse der Prozessevaluation vortragen. Eine Prozessevaluation wird, ich drücke es jetzt in meinen Worten aus, durchgeführt, um auch die Stimmung im Projekt und mögliche Hürden oder Stärken des Projektes zu identifizieren. Für mich immer ein sehr interessanter Teil der Evaluation. Zunächst wurde einmal gefragt, und das kann man nicht vergleichend bewerten, wie zufrieden sind denn die Patienten mit der Begleitung durch den Kardiolotsen, also eine Frage, die man natürlich nur den Interventionspatienten stellen konnte. Und wenn Sie auf die beiden Blöcke rechts gucken in der Abbildung,
dann sind einmal die Werte nach 3 Monaten zu sehen und einmal die Werte nach 12 Monaten zu sehen. Ganz oben wird eben ausgedrückt, wenn Patienten sehr zufrieden waren und wo es hellblau ist, sind sie immer noch recht zufrieden. Und da kann man sehen, es ist angestiegen, die Zufriedenheit während des Projektes. Sehr zufrieden waren am Anfang 24% bereits und nach 12 Monaten waren es 35% und auch die Gesamtzufriedenheit ist angestiegen. Also auf den Kardiolotsen bezogen ein positives Feedback. Und dann haben wir noch vergleichende Fragen gestellt, die man in der Interventions- als auch in der Kontrollgruppe stellen konnte. Und die bezogen sich zum einen auf die Zufriedenheit mit der Behandlung, mit der Annahme, dass der Kardiolotse da reinspielen kann. Und auch hier sind wieder die Ergebnisse in der linken Grafik zu sehen. Und da kann man eigentlich keinen Unterschied zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe feststellen. Es fängt so an, dass nach 3 Monaten Interventionspatienten etwas zufriedener sind, aber changiert da auch sehr zwischen dem Grad der Zufriedenheit, wie man sehen kann, und dann nach 12 Monaten ist es schon wieder ein recht ausgeglichenes Verhältnis in der Gesamtzufriedenheit mit einem leichten Vorteil für die Patienten in der Interventionsgruppe. Wo man noch eine kleine Zunahme in der Zufriedenheit betrachten kann, ist, wenn man die Patienten gefragt hat, wie funktioniert denn das Zusammenspiel von Ärzten, Institutionen, Krankenhaus bei ihrer Behandlung. Dann sagen die Kardiolotsen-Patienten nach 3 Monaten, 10% sind sehr zufrieden und nach 12 Monaten sind 15% zufrieden, was einen Anstieg darstellt. Und in der Kontrollgruppe ändert sich hinsichtlich dieses Wertes nichts. Also gibt es so Hinweise auf mehr Zufriedenheit. So, was wir dann noch gemacht haben, ist, wir haben ambulante und stationäre Ärzte befragt, wie gut es funktioniert hat in diesem Interventionsprojekt, haben Anfang 2020 und Anfang 2021 ambulante Ärzte befragt und stationäre Ärzte Anfang 2021. Es waren insgesamt im ersten Aufschlag 16 Interviews und dann sind im Follow-up nochmal 9 gefolgt. So, die Mehrheit der ambulanten Ärzte, der Vertragsärzte hat angegeben, dass sie keinen telefonischen Kontakt mit den Kardiolotsen hatten, was eben auch an Hürden liegen kann, zu den Vertragsärzten durchzudringen. Die Klinikärzte, als sie befragt wurden, waren sehr zufrieden mit dem Kardiolotsen. Wenn man sie nach Verbesserungsvorschlägen gefragt haben, dann haben sie sich noch etwas mehr fachlichen Austausch gewünscht und hatten die Idee, dass Kardiolotse und Ärzte auch Teams bilden können, um da mehr Kontinuität in der Zusammenarbeit zu schaffen. So, zuletzt bleibt mir noch die Befragung der Kardiolotsen zu referieren. Auch die haben wir gefragt, also insbesondere mit der Intention herauszufinden, wie gut die Schulung war, wie gut es funktioniert hat, mit dem Patienten in Kontakt zu treten, wie zufrieden sie waren mit ihrer Arbeit. Und die ersten semi-strukturierten Interviews fanden im 3. Quartal 2020 statt. Und dann wurden noch Fragebogen eben zur Schulung 2019 durchgeführt und ein Follow-up. Und es wurde angegeben von den Kardiolotsen, es war eine gute Zufriedenheit. Sie waren auch zufrieden mit dem Schulungsprogramm, haben gesagt, sie haben ausreichend Inhalte gelernt, um sie auf die Tätigkeit vorzubereiten. Die Vertrauensbasis zwischen den Patienten wurde als positiv eingeschätzt. Und die Kardiolotsen haben auch berichtet, dass sie von den Patienten in der Behandlung immer das Gefühl hatten, genug Informationen zu erhalten, um in der Lage zu sein, mit dem Patienten gemeinsam durch das Gesundheitswesen zu navigieren. Ja, bin ich am Ende angekommen. Vielen Dank, Frau Sundmacher. Vielen Dank für die Vorstellung der Ergebnisse. Jetzt haben wir die ja gehört, sowohl die medizinischen als auch die gesundheitsökonomischen Ergebnisse. Und ich bin jetzt sehr gespannt, welches Fazit denn eigentlich die Chefs der beiden Konsortialpartner aus dem Projekt ziehen und freue mich deshalb sehr, dass jetzt Frau Daniela Teichert zu mir kommt. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost, die in dem Projekt die Konsortialführung innehatte.
Die AOK Nordost hat über 1,7 Millionen Versicherte in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und Frau Teichert kennt die AOK auf allen Ebenen. Zuletzt, bevor sie Vorstandsvorsitzende geworden ist, war sie Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Bereich Markt- und Versicherungsservice. Und ich freue mich jetzt sehr zu erfahren, was Frau Teichert aus dem Projekt sieht. Bitte schön. Genau, also die Evaluationsergebnisse haben uns ja bestätigt, indem dass wir ja auch bevor das schon im Koalitionsvertrag aufgenommen worden ist, dass es Lotsen braucht im Gesundheitswesen, dass unsere ja, Ahnung, dass Lotsen auch ein Modell der Zukunft sein können, auch jetzt in der Evaluation bestätigt worden sind. Und wenn wir uns ja, vorstellen, wie wir dort begonnen haben, das Projekt läuft ja jetzt schon über 5 Jahre und wir sind natürlich wie immer auch in einem Innovationsfondsprojekt in die Situation gekommen, dass wir uns vor der Evaluation ja schon entscheiden mussten, wie wir jetzt weiter damit umgehen. Und wir haben uns ganz klar mit unseren Partnern gemeinsam auf den Weg gemacht und haben das selektiv vertraglich geregelt, sodass also noch nach der Projektphase auch Patientinnen und Patienten, und das ist uns ganz besonders wichtig, auch da die Befragungsergebnisse ja sehr deutlich auch gezeigt haben, dass es ankommt in der Versorgung, dass eine Verbesserung in der Qualität der Versorgung gespürt wird, dass das auch weiter aufrechterhalten werden konnte. Und natürlich ist es etwas, was wir auch gesehen haben in den Evaluationsergebnissen, dass die Rehospitalisierung zurückgegangen ist, dass das Medikamentenmanagement halt auch eine andere Qualität bekommt. Und das ist etwas, was Patientenqualität bedeutet, was natürlich auch für uns alle das leitende Handlungsinstrument auch in der Zukunft sein sollte. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir ein Instrument gefunden haben. Und wir sind von Anfang an nicht darauf angewiesen gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen dort nur digitale Instrumente auch zur Verfügung haben, sondern wir haben uns bewusst für die 1:1-Betreuung am Patienten und an der Patientin entschieden, weil wir gemerkt haben, das muss für alle Altersgruppen, für sozusagen ohne Herkunftssituation, ohne sozusagen den sozialen Status zu nehmen, sondern wir wollen Gesundheitskompetenz beim Versicherten, beim Patienten erzeugen. Und das ist uns, glaube ich, mit diesem Innovationsfondsprojekt sehr besonders gelungen, dass wir das beweisen konnten, dass diese ja, Lotsenmodelle, und wir sind ja hier auch im Austausch mit anderen ja, Indikationen, dass wir zeigen können und auch die Diskussion versachlichen können mit diesen Ergebnissen, dass die ja, auch Diskussionen, die dazu geführt werden, auch inhaltlich jetzt mit diesen Ergebnissen auch befördert werden können. Super. Vielen Dank, Frau Teichert, für dieses schöne Fazit aus dem Projekt. Dann hören wir uns jetzt mal an, was Vivantes dazu sagt, ob das da auch so positiv gesehen wird. Und ich bitte deshalb Herrn Dr. Johannes Dankert zu mir. Er ist seit Juli 2022 der Vorsitzende der Geschäftsführung der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH. Ist bereits seit 2012 in unterschiedlichen Führungspositionen in der Vivantes-Gruppe tätig. Vivantes versorgt im Jahr mehr als 500.000 versicherte Patienten stationär und hat das Projekt mit der AOK zusammen entwickelt. Und ich freue mich jetzt darauf zu hören, was Herr Dankert uns erzählt. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Eben schon von Frau Teichert angeführt. Wie kommt eigentlich ein großer Krankenhausträger dazu, sich darüber zu freuen, dass eine Wiederaufnahme ins Krankenhaus vermieden wird und sogar noch Verweildauerverkürzung stattfindet? Vielleicht nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eben auch aus Qualitätsaspekten heraus. Führt das, und das hat das Kardiolotsen-Projekt ja eindrücklich gezeigt, zu einer Verbesserung der Versorgung. Und dass Lotsensysteme in einem Dickicht von Therapie und Behandlungsmöglichkeiten zumindest einen ersten Anhaltspunkt dafür geben könnten, wie Versorgung besser zu gestalten ist, das zeigt nicht nur Kardiolotse, sondern das stellen wir uns als großer Gesundheitsversorger, als großes Gesundheitsnetzwerk mit vielen Krankenhäusern auch vor. Dann profitieren nämlich Patientinnen und Patienten von einer besseren Qualität der Behandlung, egal in welcher Stufe der Versorgung, stationär, ambulant und ambulant vermeidend, sondern auch die Kostenträger. Und ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, die auch die
Gesundheitsversorger lernen und begreifen müssen, weil wir haben ja ganz andere Probleme noch bei dem Meistern der Zukunft, wenn in den nächsten 10 Jahren der Fachkräftemangel noch evidenter werden wird und wir uns mit ganz anderen Formen der Versorgung beschäftigen müssen, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir an den Stellen, wo wir bessere Behandlungsangebote bieten können und die auch noch volkswirtschaftlich sinnvoller sind, diese auch ergreifen können, damit wir die Ressource, die wir jetzt in Form von vielen Menschen in unserem Netzwerk haben, auch da zielgerichtet einsetzen können, wo sie gebraucht wird. Ich denke, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Dafür müssen wir noch viele Rahmenbedingungen anpassen. Auch das Finanzierungssystem ist in Deutschland nicht so weit, wie es sein müsste, damit wir solche Schritte konsequent weiter betreiben können. Auch der lange Zeitraum des Kardiolotsenprojektes zeigt, dass man da einen längeren Atem haben muss. Aber wenn ein Projekt auch über den Pandemiezeitraum gezeigt hat, dass es sich lohnt, dann ist es das Kardiolotsenprojekt. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass Vivantes mit vielen Beteiligten auch seinen Beitrag dazu leisten konnte, zu beweisen, dass Versorgungsleistung auch anders geht. Und ich stehe dazu, ich möchte nicht gerne im Krankenhaus liegen bleiben. Sie möchten nicht gerne im Krankenhaus liegen bleiben, länger als notwendig auf jeden Fall. Und deswegen müssen wir alle Formen und Möglichkeiten nutzen, um gar nicht erst Krankenhausaufenthalte entstehen zu lassen. Das ist zum Wohle der Patientinnen und Patienten als auch derjenigen, die die Beiträge zahlen und der Kostenträger. Und ich glaube, auch Gesundheitsversorger profitieren in hohem Maße davon, sich neuen Wegen zu öffnen. Nur dann können wir die nächsten Jahrzehnte auch so gestalten, dass Versorgung dort ankommt, wo sie gebraucht wird, bei Ihnen zu Hause, bei Ihnen vor Ort und allen Patientinnen und Patienten, die es brauchen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dankert. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Zukunft. Und ich glaube, die Botschaft, keiner will gerne im Krankenhaus sein, da können wir alle drauf unterschreiben. Wir wollen das jetzt nochmal mit Frau Teichert und Frau Sundmacher zusammen auch einmal ein bisschen Revue passieren lassen. Frau Teichert, jetzt haben wir ja die Evaluationsergebnisse gesehen. Sie haben ein positives Fazit gezogen, Herr Dankert hat ein positives Fazit gezogen, Frau Sundmacher hat ein positives Fazit gezogen. Was wären denn Ihre Wünsche für die Zukunft des Kardiolotsen? Wie würde es weitergehen, wenn Sie den Weihnachtsmann da hätten? Genau, wie viele Wünsche hat man? ich versuche es mal mit drei kurzen. Also natürlich, dass noch mehr Patientinnen und Patienten auch von dieser Lotsenfunktion dann auch für ihre Gesundheitssituation profitieren können. Also von daher werden wir uns natürlich auch weiter dafür einsetzen, hatte ich ja schon gesagt, auch selektivvertraglich dort weiterzumachen und auch mehr Patientinnen und Patienten zu rekrutieren, die dann von dieser Leistung auch einen Vorteil haben. Und natürlich wünsche ich mir, dass das wäre auch ein Zukunftswunsch, dass es weiter so tolle Projektpartner gibt, weil das ist etwas, was sich auch in diesem Projekt ausgezeichnet hat, dass wir natürlich auf die Expertise von so vielen, medizinische Expertise, das Managen von auch entsprechenden Kardiolotsen, also das personelle Management und eben auch die medizinische Evaluation, die wissenschaftliche Evaluation, dass wir halt aus dieser Allianz derer, die Versorgung besser machen, in Zukunft auch noch diese positiven Beispiele in die Zukunft tragen. Und wie gesagt, wenn unsere Versicherten das spüren, wenn die Patientinnen und Patienten merken, dass sich was in der Versorgung verbessert, dann glaube ich auch fest daran, dass uns das gelingen wird. Super, vielen Dank. Ja, es ist ein schönes Stichwort, dass sich was in der Versorgung verändert. Herr Dankert hat es ja eben auch gesagt, dass das auch ein Bestreben ist von Vivantes. Sie haben ja jetzt eine Klinikstrategie 2030 veröffentlicht. Was hat sich denn aufgrund des Projekts Kardiolotse an Ihrer Klinikstrategie geändert? Also grundsätzlich erstmal nichts Grundlegendes verändert, sondern eher eine Bestätigung dessen, was wir auch anhand der Daten sehen, auch die Frau Professorin Sundmacher im ambulant-sensitiven Bereich sieht. Also das, was wir an Krankheiten verhindern müssen, müssen wir verhindern, damit wir an der Stelle die Ressourcen haben, um auch wirklich gute Gesundheitsversorgung zu leisten. Wir werden aufgrund dieser Daten auch nochmal belegt durch das IGES-Gutachten und die Dinge, die wir jetzt im AOP-Katalog eben schon sehen können, vermutlich 24% weniger stationäre Betten in den nächsten 10 Jahren haben. Das heißt allerdings nicht, dass wir weniger Erkrankungen haben, vielleicht an einer Stelle, demografisch bedingt, aber sicherlich altersbedingt, haben wir auch mehr Patienten.
Ich glaube aber fest daran, dass wir diese Leistung nicht im Krankenhausbett absolvieren müssen, sondern dass es viele andere Formen gibt. Und eine besondere Koordinationsfunktion übernehmen eben Lotsen. Sich da zurechtzufinden, ist, glaube ich, die große Herausforderung der Zukunft. Und deswegen ist es eher eine Bestätigung dessen, was wir parallel zu vielen anderen Projekten auch in der Gesamtheit für unseren Konzern erarbeitet haben. Vielen Dank. Frau Sundmacher, jetzt wird ja viel darüber diskutiert. Patientenlotsen, da ist der Kardiolotse einer davon. Wir werden nachher auch noch ein anderes Projekt vorgestellt bekommen. Wie schätzen Sie das ein? Ist der Kardiolotse eine gute Blaupause für Patientenlotsen insgesamt? Ja, ist eine gute Frage. Also es ist ja ein Lotse für Herzkrankheiten, aber ich glaube, man kann viele gute Erfahrungen aus diesem Projekt mitnehmen und tatsächlich ja, ich denke, man kann auch sagen Blaupause. Zum einen, wir haben ja viele Innovationsfondsprojekte, die wir evaluieren. Was sehr gut funktioniert hat, war dieses Zusammenspiel zwischen Kasse und Krankenhauskonzern, die, denke ich, eine Bedingung sind für erfolgreiche Lotsenprojekte. Also es ist ja nicht nur die Intervention, die funktionieren muss, müssen ja alle mitspielen an dieser Stelle. Und das ist wahrscheinlich mehr das A und O als viele einzelne Komponenten der Intervention selbst, dass man so eine Koalition der Willigen hat. Also ich glaube, das war zum einen sehr gut. Dann allein der Gedanke, dass man es immer noch durch einen direkten Austausch mit dem Patienten lösen möchte, den Patienten durch das System zu navigieren, ist halt auch bei vielen Patientenpopulationen, glaube ich, so das A und O, damit es funktioniert. Weil wir sind ja am Ende doch alle soziale Wesen. Und ich finde das gut, dass es angereichert wird durch die Digitalisierungskomponenten, wobei ich davon ausgehe, dass die halt insbesondere unterstützend wirken. Und wenn ich mir noch was wünschen dürfte für den Kardiolotsen, dann glaube ich, ist noch ein Arm und vielleicht ein stärkerer Rahmen in den ambulanten Sektor notwendig, um da noch weitergehend zu koordinieren. Und ich finde, da hat man auch im Projekt gesehen, dass das Zusammenspiel halt noch nicht optimal funktioniert zwischen den verschiedenen Gruppen, nenne ich es jetzt. Und da gibt es bestimmt auch viele Ideen, wie man ansetzen kann. Man braucht natürlich einen Gesprächspartner, seien es jetzt Ärztenetze etc. Aber es wäre schön, da noch auch reinzugehen. Vielen Dank. Danke an Sie drei. Danke für die erste Hälfte. Wir haben jetzt uns sehr viel angeschaut, was war, was ist gut gelaufen, was ist nicht ganz so gut gelaufen im Projekt Kardiolotse. Vieles gut gelaufen, haben wir erfahren. Und machen jetzt eine kleine Pause, weil wir ein bisschen was umbauen müssen und werden dann nach der Pause uns noch mehr damit beschäftigen, wie kann es denn weitergehen. Wir gucken uns auch noch mal ein anderes Projekt an, das Stroke-OWL-Projekt, und wollen auch ein bisschen mehr noch da reinschauen, tatsächlich, wie passt das in die Diskussion um die ganzen Patientenlotsen. Und wir freuen uns, wenn Sie gleich weiter dabei sind. Herzlich willkommen zurück beim Symposium Kardiolotse. Wir haben in der ersten Hälfte sehr viele Einblicke in das Projekt bekommen, die Ergebnisse vorgestellt bekommen und wollen jetzt ein bisschen schauen, wie reflektieren wir das eigentlich und wie können wir das auch als Startpunkt für einen Ausblick in die Zukunft nehmen. Und wir starten mit dem Projektteam der AOK Nordost. Sie kennen Frau Riesner schon, wenn Sie von Anfang an dabei waren, die Projektleiterin und Teamleiterin im Bereich Versorgungsmanagement bei der AOK Nordost. Mit dabei ist auch Annika Stürz. Sie ist Versorgungsprogrammentwicklerin, da musste ich jetzt spicken, im Team Versorgungsmanagement von Frau Riesner und hat im Kardiolotse-Projekt die AG Verträge geleitet und auch jetzt in der Weiterführung im Selektivvertrag betreut sie den Selektivvertrag federführend. Und wir haben dabei Rebecca Zöller, ganz außen von mir aus, auch Mitarbeiterin in der Versorgungsprogrammentwicklung. Im Kardiolotsen war sie die Assistentin der Projektleitung und hat Frau Riesner sehr stark unterstützt und vertreten. Und die drei werden uns jetzt ihre Erfahrungen aus dem Projekt erzählen und auch in einem gemeinsamen Gespräch ein bisschen reflektieren, was für Erfahrungen Sie gemacht haben. Ich freue mich und wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ja, wir haben sehr viele Erfahrungen gemacht im Projekt, aber in der Vorbereitung auf diesen Punkt haben wir dann eben festgestellt, viele Erfahrungen,
Es kam öfters anders, als wir geplant haben. Wir hatten viele Herausforderungen, auf die wir oft schnell und flexibel reagiert haben. Wir haben im Projekt für vieles eine Lösung gefunden, aber für einiges eben auch nicht. Und von daher haben wir uns jetzt zu dritt abgestimmt und haben gesagt, wir entscheiden uns jeder für einen Schwerpunkt, an dem wir sie jetzt teilhaben lassen. Und beginnen tut Rebecca Zöller. Genau, vielen Dank. Ich möchte beginnen mit etwas enorm Wichtigem, und zwar nicht nur für unser Projekt, sondern der Grundstein ist ein kleiner Tipp für alle Projekte, besonders Innovationsfondsprojekte. Denn die Festlegung unserer Projekt- und Gremienstruktur, die wir direkt zu Beginn entwickelt und wie gesagt festgelegt haben, ist uns im Verlauf immer mehr bewusst geworden, wie Gold wert diese ist. Wir hatten klar definierte Arbeitsgruppen, sie wurden heute schon mehrfach erwähnt, und in diesen Arbeitsgruppen wurden die Meilensteine einmal inhaltlich bearbeitet, und somit hatte jeder quasi seine Aufgabe, die er inhaltlich und erfolgreich bearbeiten muss. Wir hatten außerdem, was ich sehr positiv fand, jede Woche die Möglichkeit, unter uns als Konsortialführer und mit allen Partnern den wöchentlichen JoFix als Austauschformat zu nutzen. Das heißt, wir hatten eine gute Erleichterung für alle Anfragen vom DLR, unserem Förderer. Wir konnten also mit hoher Transparenz in unserem Konsortium die Anfragen besprechen und gemeinsam bearbeiten. Weil auch das muss man schon sagen, und ihr erinnert euch sicher, das bleibt eine bleibende Erfahrung. Man muss sagen, dass der Innofonds schon sehr bürokratisch ist, aufwendig und auch umfangreiche Berichtspflichten mit sich zieht. Besonders auf unseren Änderungsantrag mussten wir viel Zeit investieren, ehrlicherweise auch die ein oder andere Nachtschicht. Das heißt, in dieser Zeit war es umso wichtiger, dass wir gut zusammengearbeitet haben, dass wir im Konsortium gut zusammengearbeitet haben. Aber aufgrund der kurzen Fristen war ich auch enorm froh, dass wir ein externes Projektmanagement und so ein professionelles an unserer Seite hatten. Denn die Kolleginnen von Pathways, Frau Schulz haben Sie ja schon kennengelernt, waren eine enorme Entlastung. Und zwar, wie gesagt, das umfangreiche Berichtswesen. Aber es gab ja auch die ein oder andere Diskussion im Konsortium, und die Kolleginnen konnten immer einen neutralen Blick und Standpunkt behalten. Ich möchte trotz der kleinen Kritik des Berichtswesens aber etwas Positives auf jeden Fall auch noch erwähnen, weil wir hatten die Möglichkeit, unsere Projektbegleiter und Ansprechpartner beim DLR immer direkt in ein Gespräch zu verwickeln. Das heißt, wir konnten sie anrufen, konnten wertvolle Tipps in einem direkten Gespräch erfragen. Das heißt, manchmal waren wir einfach auch entlastet in der Beantwortung dieser Nachfragen. Das heißt, teilweise die unnötigen bürokratischen Auflagen, die wir bekommen, konnten wir so sehr schnell lösen. Und ich glaube, diesen Tipp würden wir auf jeden Fall weitergeben. Diesen persönlichen Rat, dass wir auf jeden Fall zum Telefonhörer greifen konnten und Sie das hoffentlich auch können und mit den Projektbegleitern und Ansprechpartnern beim DLR direkt sprechen. Petra, was waren für dich die positiven oder generell die wichtigsten Erfahrungen? Genau, ich habe ein Thema rausgesucht, worüber ich gerne kurz berichten würde wollen, was heute schon mehrfach angesprochen worden ist. Und das ist nämlich die ärztliche Einbindung aus dem ambulanten Bereich. Wie haben wir denn mal angefangen? Also wir hatten eigentlich in der Planung vorgesehen, dass die Kardiolotsen sozusagen im Umfeld ihres Klinikstandortes um Vivantes herum die Arztpraxen besuchen, sich dort vorstellen und eine Bindung zu dem Personal und eben auch möglichst zu dem Arzt aufbauen. Und damit dann letztendlich in der Betreuung auch eine Interaktion laufen kann. Dafür hatten wir ja dann auch einen Selektivvertrag geplant, um die Ärzte einzubinden. Wir hatten dort Aufgaben und Leistungskomplexe eingeplant. Wir hatten auch, sind dem Wunsch der Ärzte nachgekommen, dass wir nicht nur übers Krankenhaus einschreiben, sondern dass der Arzt auch selbst entscheiden kann, ob ein Patient aus seiner Behandlung tatsächlich auch noch nach Entlassung von einem Kardiolotsen profitieren würde. Deswegen haben wir uns ja entschieden, 6 Wochen nach Entlassung kann noch eine Einschreibung erfolgen. So ein bisschen ist das, wie dass der ambulante Arzt die Möglichkeit gehabt hätte, einen Kardiolotsen zu verordnen. Dafür waren auch Gelder eingeplant, die wir dann gar nicht so richtig ausgeschöpft haben, weil es eben nicht in dieser Umsetzung, in dieser
in diesem Ausmaß sozusagen in dieser Vielfalt gekommen ist. Die Planung war aber eine andere und deswegen auch unser Ergebnis oder das Resümee vorneweg, selbstkritisch müssen wir uns schon auch eingestehen, es ist uns nicht ausreichend gelungen, die ambulanten Ärzte in die Begleitung mit dem Kardiologen in unser Projekt einzubeziehen. Und das, obwohl, was viele Projekte vielleicht auch mal versäumen, aber wir durchaus sehr viel Vorarbeit geleistet haben, denn wir haben Gespräche mit der KV geführt, wir haben ihnen eine direkte Projekteinbindung angeboten, wir haben Gespräche geführt mit dem Bundesverband Deutscher Internisten. Letztendlich ist es dann auch in dem Konsortium eine Begleitung gewesen, nämlich als Expertenbeirat. Sie haben an erweiterten Lenkungsgremien beigewohnt und haben sich beteiligt. Sie haben uns bei der Vermarktung, beim Bekanntwerden bei den niedergelassenen Ärzten unterstützt. Sie haben sogar ein Mailing mit aufgesetzt. Und auch, was auch ganz wichtig ist zu erwähnen, auch wir hatten auch große Unterstützung vom Bundesverband der niedergelassenen Kardiologen und auch insbesondere hier vom BNK-Vorsitzenden hier in Berlin, von Herrn Dr. Albrecht und eben auch von Herrn Dr. Smetak. Auch beide haben im Expertenbeirat bei uns, waren mit eingebunden, haben uns in den erweiterten Lenkungsgremien unterstützt und beraten. Und beide haben auch, wir haben das ja mehr oder weniger mit den beiden besprochen, auch die Inhalte im Selektivvertrag mit ihnen ausgehandelt, besprochen, was muss da noch rein. Und sie haben uns immer auch ein Feedback gegeben. Bevor ich auf den nächsten Punkt komme, nur der Vollständigkeit halber, was auch sehr gut war im Projekt ist, dass wir auch die Deutsche Gesellschaft für integrierte Versorgung eingebunden haben, ganz besonders auch zu erwähnen die Herzstiftung, da gab es ja besonders engen Kontakt zu dir auch, egal was wir an Anliegen hatten, es war immer eine Kooperation, es war immer eine Unterstützung, es hat uns beiden Seiten sehr geholfen. Und auch vielen Dank an der Stelle nochmal der Patientenfürsprecherin Frau Golz von Vivantes. Im Projektverlauf, wie ist es denn dann gelaufen? Es gab natürlich auch Ärzte, die dann diesem Vertrag, den wir verfasst haben, beigetreten sind. Du weißt das etwas besser als ich, es waren 100 circa. Genau. Aber von den gefühlt wenigen Ärzten, hatte auch Frau Brühfeld schon gesagt, haben wir sehr positive Rückmeldungen bekommen über die Einbindung und über das Produkt, sage ich jetzt mal, Kardiologe. Mögliche Ursachen könnten natürlich sein, dass wir eben nicht geschafft haben, eine ausreichende Durchdringung in den ambulanten Bereich zu erreichen, den Bekanntheitsgrad dann doch nicht so zu erhöhen, dass man eben Kardiologe kannte und damit was anfangen konnte. Es ist auch ein bisschen schwierig. Im Projekt hatten wir, der Selektivvertrag war ein sogenannter Einzelarztvertrag. Wir hatten keine Abrechnung über die KV. Die Ärzte mussten sehr aufwendig diese Nummern beantragen, damit sie abrechnen konnten. Das war schon sicherlich entweder gewöhnungsbedürftig, aber eben auch noch mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden. Könnte eine Ursache sein. Was uns gespiegelt worden ist, ist auch unser Studiendesign gewesen. Wenn man eben Patienten einschließt, 50% sind halt in der Kontrollgruppe und kriegen keine Intervention. Und auch hier haben wir uns darüber unterhalten, wir hatten 80% unserer Patienten verstreuten sich sozusagen auf 1 bis 2 Patienten pro Praxis. Ne? Es waren wenige Praxen dabei, die wirklich mehr als 5 Patienten hatten. Also das Spürbare in der Ambulanz, da zu investieren, war vielleicht eben eine der Hürden. Was haben wir unternommen? Natürlich haben wir reichlich Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben auch gemerkt, der Entlassbrief alleine oder eine Information da drin reicht nicht aus. Wir haben einen extra Brief entworfen, den jeder entlassene Patient bekam, der an den behandelnden Arzt ging, wo halt drin stand, Ihr Patient ist jetzt Teilnehmer am Projekt Kardiologe. Und zusätzlich hat dieser Brief dann auch nochmal wichtige Informationen rund um das Projekt enthalten. In dem Brief war eine Hotline angegeben. Man konnte jederzeit auch die Kardiologen kontaktieren, man konnte Rückfragen stellen. Wir haben viele Arztveranstaltungen gemacht, gemeinsam mit Vivantes. Wir haben aber auch Arztveranstaltungen tatsächlich am Anfang ganz alleine konzipiert, mit Vivantes und AOK, also nicht auf ein größeres Format aufgesprungen, einzig und allein für Kardiologen.
hat aber trotzdem, wie gesagt, nicht ganz so gereicht. Wie geht's jetzt weiter? Wir sind natürlich total froh über die Evaluationsergebnisse, die wir schon mal zur Kenntnis bekommen haben. Wir werden uns auf jeden Fall weiter bemühen, die ambulanten Ärzte einzubinden. Ich denke, das ist uns auch allen wichtig. Wir suchen also Koalitionspartner und wir suchen auch nochmal die Kontakte zu den Ärzten, zu den Berufsverbänden, um einfach auch noch mehr zu verstehen, wie verstehen Sie die Rolle der Ärzte? Wollen Sie eine aktive Rolle spielen oder wollen Sie das ja vielleicht gar nicht, sondern eher so ein bisschen beobachten, Zuschauertribüne? Wir schauen mal. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir da dranbleiben, damit noch mehr Patienten vom Programm profitieren. Und dafür tun wir ja alles, weil ich weiß ja schon, was du dir für ein Thema ausgesucht hast, worüber du berichtest, eben wie wir dies geschafft haben, ja weiterzumachen. Genau. Bitte, Annika. Ich möchte nämlich über eine ganz besonders wichtige Entscheidung im Projektverlauf nochmal berichten und eingehen. Das war nämlich die Entscheidung zur Durchführung von einer Zwischenauswertung. Obwohl in Innovationsfondsprojekten normalerweise erst nach dem Ende der Evaluation anhand der Evaluationsergebnisse eine Entscheidung über die Fortführung oder Beendigung der neuen Versorgungsform getroffen wird, haben wir schon im Projektverlauf erkannt, dass wir auf eine Versorgungslücke zusteuern, wenn wir diesen Fahrplan genauso weiterführen, so wie es viele andere Innovationsfondsprojekte tun. Zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Betreuung durch einen Kardiologen im Innovationsfondsprojekt endete, bis zur Vorlage der Evaluationsergebnisse hatten über 1,5 Jahre gelegen. Das ist doch Wahnsinn, wenn man sich aus der jetzigen Sicht vorstellt, dass das eine Versorgungslücke gewesen wäre. Gerade deswegen und mit dem Wissen, dass wir diese Zeit bereits für die Betreuung unserer herzkranken Versicherten durch einen Kardiolotsen weiter nutzen konnten, war es so wichtig, dass wir uns frühzeitig im Konsortium dazu ausgetauscht haben, ob wir eine Zwischenauswertung durchführen und an dieser Stelle für jedes andere Innovationsfondsprojekt zu empfehlen, dies auch zu tun. Obwohl die Zwischenauswertung keine unserer geplanten Meilensteine im Innovationsfondsprojekt war, sind wir von dem ursprünglichen Fahrplan abgewichen und haben entschieden, diese zusätzlich durchzuführen. Denn dadurch konnten wir die nötige Klarheit über das weitere Vorgehen erhalten und in Erfahrung bringen, ob die Kardiolotsen-Intervention wirkt. Auch wenn uns dies viele zusätzliche Anstrengungen gekostet hat, ihr könnt euch sicherlich erinnern, haben wir hierbei als Konsortialführer die Verantwortung übernommen und das zusätzliche Invest getätigt. Dies konnten wir allerdings nur tun, weil wir genügend Teilnehmerdaten hatten, welche wir analysieren konnten. Es waren nämlich knapp die Hälfte der Teilnehmerdaten von der Interventions- und Kontrollgruppe, die wir in der Zwischenauswertung analysieren konnten. Und im Ergebnis zeigte sich in der Tendenz, dass der Kardiolotse Wirkung hat. Patienten, die von einem Kardiolotsen betreut wurden, mussten nämlich seltener wieder ins Krankenhaus. Mit dieser ersten positiven Tendenz wurden wir daran bestärkt, die neue Versorgungsform in einem Überbrückungsvertrag nahtlos an das Betreuungsende durch das Innovationsfondsprojekt weiterzuführen. Damit verbunden gab es viele Vorteile, weil wir den Überbrückungsvertrag nämlich inhaltsgleich fortgeführt haben. Und zwar konnten wir zum einen die Versorgungslücke abwenden, gleichzeitig konnten wir aber auch uns die qualifizierten Kardiolotsen erhalten und diese weiter beschäftigten. Die im Projekt Kardiolotsen erfolgreich aufgebauten Strukturen und Prozesse konnten wir weiter nutzen und auch bestehende Vertragspartnerschaften mit niedergelassenen Ärzten weiterführen. Und das besonders Tolle daran, dass der Vertrag inhaltsgleich war, ist, dass die Evaluationsergebnisse jetzt 1:1 übertragbar sind. Das Beste, aber aus unser aller Sicht sicherlich, ist, dass wir mittlerweile auf rund 3000 Versicherte zurückblicken können, die von der Betreuung durch einen Kardiolotsen profitieren konnten. Jetzt, wo wir die Ergebnisse aus der Gesamtevaluation haben, müssen wir diese nur im Rahmen der Abschlussberichte umfänglich bewerten und dann gemeinsam mit den Projektverantwortlichen überlegen, wie geht es weiter. Ja. Wir hoffen, dass wir Sie so ein Stück weit in unser Projektleben mal mitnehmen konnten und auf unsere Reise sozusagen. Und dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, an der Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dank an mein Projektteam. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank an Sie drei für die spannenden Einblicke. Und ich glaube, da waren ja ganz viele praktische Dinge auch dabei. Das finde ich toll, dass wir das heute auch hinbekommen haben, mal so ein bisschen Handwerkszeug quasi mitgegeben bekommen. Und
Frau Riesner hat eben schon eigentlich das Stichwort für unseren nächsten Vortrag genannt, nämlich das Thema Koalitionsbildung und die Frage Suche nach noch mehr Möglichkeiten, uns zu verbessern im Projekt Kardiolotse. Und zu diesem Zweck hat das Projektteam sich schon sehr früh in 2020 mit dem Projekt Stroke OWL angefangen auszutauschen. Stroke OWL steht für Schlaganfalllotsen für Ostwestfalen-Lippe. Und Herr Dr. Georg Galle ist heute bei uns. Da freue ich mich sehr drüber, dass Sie die Reise auf sich genommen haben und wird uns ein bisschen was über das Projekt erzählen. Er ist der Projektleiter vom Stroke OWL-Projekt. Und genau. Ja, Herr Dr. Galle, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank erstmal auch für die freundliche Einladung der Kardiolotsen. Wir freuen uns natürlich besonders, dass wir als Lotsenprojekt hier auch heute sprechen können. Wir arbeiten mit den Kardiolotsen seit vielen Jahren eng zusammen, Schlaganfalllotsen, Kardiolotsen. Gemeinsam sind die kardiovaskulären Erkrankungen. Und um Ihnen einen Eindruck zu geben, welche Lotsenprojekte gibt es überhaupt heute in Deutschland, zeige ich auf der ersten Folie einmal eine Untersuchung des Bundesverbands Managed Care, des BMC. Der hat sich nämlich 2020 mal angesehen, dass es heute schon 38 Schlaganfalllotsenprojekte gibt mit über 75.000 Patienten, die tatsächlich von Lotsen betreut werden. Und dazu zählen Erkrankungen, natürlich Kardiologie, Schlaganfall, aber auch Geriatrie, Onkologie, Multimorbidität. Überall bei diesen Indikationen sind heute tatsächlich Lotsen schon im Einsatz. Der Leistungsumfang dieser Lotsen geht über Informationen zu Versorgungsleistungen, aber auch unterschiedliche Versorgungsangebote zur Inanspruchnahme von Leistungen und der nachhaltigen Therapie- und Versorgungsmaßnahmen, die auch empfohlen werden. Insgesamt kann man sagen, dass die Beratungsleistung der Lotsen alle Sozialgesetzbücher, also Sozialgesetzbuch 5, 9, 11 mit einbezieht. Gemeinsam ist den Lotsen eigentlich immer, dass sie komplex erkrankte Patienten besorgen. Und Sie sehen auf der nächsten Folie die Spezifika des Schlaganfalls und auch der Schlaganfalllotsen. Nämlich 270.000 Menschen erleiden jedes Jahr in Deutschland einen Schlaganfall, davon 200.000 zum ersten Mal. Es ist die dritthäufigste Todesursache. Zwei Drittel der Patienten sind lebenslang pflegebedürftig, haben also eine Sprachbehinderung, eine Störung in den Bewegungsabläufen. Insofern liegt hier dieser Fall komplexer Erkrankungen auch tatsächlich vor. Insgesamt gesundheitsökonomisch auch nochmal relevant bewegen sich die Kosten lebenslang auf 40.000 Euro für die Versorgung eines Schlaganfallpatienten. Und sehen auf der nächsten Folie, wie sieht eigentlich die Versorgung von Schlaganfallpatienten in Deutschland heute aus? Die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe hat vor über 20 Jahren in Deutschland die Stroke Units initiiert. Heute gibt es flächendeckend über 300 Stroke Units in Deutschland. Dort werden die Patienten in der Akutversorgung wirklich hervorragend versorgt. Das gilt auch für die Rehabilitation. Auch da ist die Versorgung sehr gut. Die Probleme beginnen in der Nachsorge. Das geht beim Hausarzt los, der gesucht werden muss, der Mahlzeitendienst muss organisiert werden, eventuell ein Wohnraumumbau. Es muss über stationäre, ambulante Pflege entschieden werden. Überall, das sind gewaltige Herausforderungen, in denen sich der Patient in der akuten Situation einfach nicht selbst orientieren kann. Er ist mit einem Schlag eigentlich auf Hilfe angewiesen und hier setzt eigentlich das Projekt Stroke OWL Schlaganfalllotsen an. Sie sehen nochmal auf der nächsten Folie, wir sind genauso wie die Kardiolotsen ein Innovationsfondsprojekt, gefördert mit über 7 Millionen Euro. Das geht über 4 Jahre. Beendet haben wir das Projekt im September 2021. Tatsächlich müsste man ja heute sehen, dass es die Lotsen gar nicht mehr gibt, aber die Krankenkassen haben gesagt, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Institution, Schlaganfalllotsen in Ostwestfalen-Lippe, und haben deshalb auf freiwilliger Basis einen Selektivvertrag geschlossen. Und insofern läuft das Projekt tatsächlich, ohne dass es zu dem Zeitpunkt die Evaluationsergebnisse schon gab, auch weiter. Und die Lotsen werden in Ostwestfalen-Lippe weiter von unseren Krankenkassenpartnern, zu denen im Übrigen fast alle großen Krankenkassen in Deutschland gehören, auch weiter finanziert. Sie sehen auf der nächsten Folie noch einmal, in welchen Städten und Kreisen sind eigentlich die Lotsen angesiedelt. Das ist in Ostwestfalen eigentlich in allen Stroke-Units, also in Herford, in Bielefeld, in Gütersloh, in Kreis Lippe, in Höxter und auch in Paderborn. Wie sieht die Schlaganfall-Lotsen-Intervention aus? Insgesamt haben 17 Lotsen die Schlaganfallpatienten in Ostwestfalen-Lippe betreut. Der Betreuungszeitraum ging über 12 Monate durch alle Phasen der Versorgung. Das heißt, es ging von der Akutstation bis über die Nachsorge.
und dann die Rehabilitation bis zu einem Hausbesuch. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied zu den Kardiolotsen. Der Hausbesuch war bei den Schlaganfalllotsen nochmal eine ganz, ganz wichtige Erfahrung und auch Entscheidung. Wie arbeitet der Lotse? Grundsätzlich ist der Lotse ein Case Manager. Das heißt, er arbeitet nach dem Case Management Regelkreis, geht also hier vor, indem er zunächst mal ein Assessment macht und dann die Situation des Patienten aufnimmt, sich genau anschaut, wie sind Hilfemaßnahmen, wie sehen Maßnahmenpläne aus. Und das wird eigentlich überholt und wiederholt über die verschiedenen Wege der Versorgung, das heißt von der Akutversorgung über die Rehabilitation bis in die Nachsorge. Überall dort begleitet der Lotse den Patient und sorgt eben für eine intersektorale Überleitung. Insgesamt Betreuungszeit 12 Monate des Patienten. Wie sehen jetzt die Evaluationsergebnisse aus? Insgesamt wurden bis zum 31. März 2020 1627 Patientinnen und Patienten von unseren 17 Schlaganfall-Lotsinnen und Lotsen betreut. Und Sie sehen dann auf der nächsten Folie, dass wir als Studiendesign, Evaluator war die Universität Bielefeld, ein quasi experimentelles Design gewählt haben. Ziel war, und das war ein sehr hartes Outcome, die Senkung der Rezidivrate innerhalb des ersten Jahres, innerhalb der ersten 12 Monate. Die Studienpopulation hat alle Patienten aufgenommen mit den ICDs I60, 61, 63 und I64 und auch mit der TIA, das ist der leichte Schlaganfall in der Region Esterswalden-Lippe. Das war die Interventionsregion. Kontrollregionen waren das Sauerland und das Münsterland. Und ich sage es nochmal, wir haben sehr, sehr harte Endpunkte ausgewählt, nämlich die Rezidivquote und auch die Mortalität sowie sonstige vaskuläre Ereignisse und eben auch die gesundheitsbezogene Lebensqualität uns angesehen. Auf der nächsten Folie sehen Sie jetzt die Ergebnisse auf einen Blick. Da ist zunächst mal das erste Ergebnis etwas ernüchternd, wenn Sie sehen, dass in der Gesamtkohorte mit der bestehenden Datenlage kein Effekt bezüglich der Verbesserung von Rezidivhäufigkeit und Mortalität gemessen werden konnte. Das hängt, das sagen uns die Experten auch, mit dem engen Beobachtungszeitraum zusammen. Bei harten Outcomes wie Rezidiv oder Mortalität innerhalb von 12 Monaten oder 24 Monaten, mehr Zeit stand uns ja zur Verfügung, jetzt wirklich erwarten zu dürfen, dass die Rezidive, die Mortalität sofort nachlässt. Das war ein zu hoch gestecktes Ziel. Sie sehen aber in dem vierten Punkt, dass wir signifikant positive Effekte bei der Pharmakotherapie hatten. Das heißt, in der Sekundärprophylaxe konnten wir feststellen, dass die Patienten, die einen Lotsen an der Seite hatten, tatsächlich auch viel stärker auf die Medikamenteneinnahme geachtet haben. Und da sagen Ihnen alle Neurologen, das ist eigentlich das Entscheidende, um ein Rezidiv verhindern zu können. Also insofern gehen wir und auch die Experten davon aus, dass die Kurven, nämlich wann passiert ein Rezidiv in der Kontrollgruppe oder auch in der Interventionsgruppe, nach 5 Jahren, nach 8 Jahren deutlich auseinandergehen müssten, dass wir dann feststellen, dass auch die Rezidive, die Mortalität innerhalb der von Lotsen betreuten Gruppe deutlich zurückgehen müssten. Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Evaluation ist, dass bei den TIA-Patienten durch den Einsatz der Lotsen tatsächlich die Gefahr eines Rezidivs deutlich vermindert werden konnte. Wir haben über 80% Rezidivratensenkung bei den TIA-Patienten erreichen können. Auch das ein sehr, sehr hoffnungsvolles Signal, dass wir mit den Lotsen die Versorgung von Patienten deutlich verbessern können. Wir haben dann im Vorfeld eine begleitende Evaluation auch durchgeführt, und zwar immer mit den Patienten, die schon aus dem Projekt ausgeschieden sind. Und hier haben uns 2/3 der Patienten, eigentlich bevor wir auch die Evaluationsergebnisse hatten, schon mal gesagt, dass sie durch den Lotsen auf die regelmäßige Medikamenteneinnahme achten. Das matcht also sehr gut mit den Ergebnissen, die wir tatsächlich dann hinterher auch in der Evaluation herausbekommen haben. Über 60% haben uns gesagt, dass sie zum ersten Mal verständliche Informationsmaterialien zu ihrer Erkrankung bekommen haben, dass sie jetzt verstärkt auf Bewegung achten, aber auch verstärkt auf gesunde Ernährung. Alles wichtige Effekte, die Schlaganfall-Lotsen offensichtlich bei den Patienten erreichen konnten. Auf dem nächsten Chart sehen Sie, dass heute die Lotsen nicht ein ostwestfälisches Phänomen sind, sondern es heute Lotsen eigentlich schon deutschlandweit gibt. Wir haben in Düsseldorf, in Erlangen, Hanau, im nördlichen Ruhrgebiet, im Saarland
überall heute schon Schlaganfall-Lotsen, die nach dem, was wir an Leitfaden entwickelt haben, wir haben auch ein Schlaganfall-Lotsen-Handbuch herausgegeben, die heute nach dem arbeiten, weil sich eigentlich alle Experten noch einig sind, dass es in der Nachsorge die größten Defizite gibt und dass unabhängig von den Ergebnissen, also heute eigentlich schon entscheidend ist, dass Schlaganfall-Lotsen zum Einsatz kommen. Das Projekt macht mittlerweile auch europaweit Schule. Es wird wahrscheinlich demnächst in Luxemburg auch Schlaganfall-Lotsen geben. Und insofern hören Sie, dass auch andere Lotsenprojekte zurzeit erfolgreich unterwegs sind. Und wir hoffen, dass wir im Schulterschluss mit den Kardiolotsen unser gemeinsames Ziel, die Etablierung von Patientenlotsen in Deutschland, auch in den nächsten Jahren Stück für Stück voranbringen können. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Galle. Sehr, sehr, sehr spannende Ergebnisse. Vor allem finde ich es extrem beeindruckend, wie weit Sie den Schlaganfall-Lotsen schon gestreut haben. Ich glaube, da kann der Kardiolotse sich auf jeden Fall noch was abgucken. Und das ist jetzt auch tatsächlich Thema dann unseres nächsten Tagesordnungspunkts. Die Frage, was ist denn die Zukunft von Lotsenmodellen? Wie muss das aussehen? Da hat also die Debatte darum, was eigentlich ein Patientenlotse ist und warum es den braucht, die ist gar nicht so jung. Da hat der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen schon 2007 in seinem Gutachten gefordert, dass in einer segmentierten Versorgungslandschaft generalistisch ausgerichtete Berufsgruppen notwendig sind, die den Überblick über das Versorgungsgeschehen behalten und Lotsenfunktionen bzw. Gatekeeper-Rollen übernehmen. Und auch 2019 hat Dr. Klaus Reinhardt, der BEC-Präsident, also von der Bundesärztekammer der Präsident, seine politische Unterstützung dafür zugesagt, dass Lotsenmodelle in Deutschland implementiert werden sollen, weil er Potenzial für Entlastung durch organisatorische Unterstützung von Lotsen sich erwartet. Und nicht nur die beiden haben schon mal Lotsen erwähnt, auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung sind Lotsen ein Thema. Nämlich möchte die deutsche Bundesregierung für erfolgreiche Innovationsfondsprojekte wie die der Patientenlotsen, das haben die also schon erkannt, dass die erfolgreich sind. Das ist interessant, weil die Evaluationsergebnisse denen vielleicht noch nicht so bekannt waren wie uns. Wollen wir einen Pfad zur Überführung in die Regelversorgung vorgeben? Zudem wollen wir im ländlichen Raum Angebote durch Gemeindeschwestern und Gesundheitslotsen ausbauen. Und der Bundesverband Managed Care, den hatte Herr Dr. Galle eben auch schon erwähnt, hatte das Ganze schon mal zusammengefasst in einem Papier und hat sondiert, wie die einheitliche Umsetzung von Lotsenfunktionen eigentlich stattfinden kann, was es da für Qualifizierung braucht, wie die Leistungsbeschreibung aussehen muss, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt. Und ja, diese ganzen Hintergründe wollen wir jetzt diskutieren und schauen, wie können die konkreten Lotsenprojekte, die wir heute vorgestellt bekommen haben, dazu beitragen, Patientenlotsen in Deutschland in der Versorgung zu etablieren und welche Voraussetzungen dafür auch geschaffen werden müssen. Und ich freue mich darüber, mit drei Herren zu diskutieren. Das ist zum einen Herr Dr. Michael Brinkmeier von der Deutschen Schlaganfallhilfe. Herzlich willkommen auch an Sie. Herr Dr. Brinkmeier ist ehemaliger Abgeordneter aus dem Landtag in Nordrhein-Westfalen, ist seit 2014 Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Und er hat schon Anfang der 2000er Jahre ein Modell für die Nachsorge von Schlaganfallpatienten entwickelt. Und das ist dann in dem Projekt Stroke OWL gemündet. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie heute dabei sind und uns Ihre Erfahrungen mitteilen. Dann haben wir mit dabei Herrn Professor Dr. Harald Darius. Er war langjähriger Chefarzt in der Klinik für Kardiologie, Angiologie, Nephrologie und konservative Intensivmedizin am Klinikum in Neukölln von Vivantes. Und er ist neben Frau Riesner, die wir vorhin schon kennengelernt haben, einer der Hauptideengeber für das Projekt Kardiolotse gewesen, hat das gesamte medizinische Konzept entwickelt und auch das Projekt über die ganze Projektlaufzeit mit seiner medizinischen Expertise begleitet. Herzlich willkommen, Herr Professor Darius. Und wir haben dabei Harald Möhlmann. Er ist Berater des Vorstands der AOK Nordost. Ein Urgestein eigentlich, wenn ich das so sagen darf, der AOK, hat vorher als Geschäftsführer Versorgungsmanagement und als Beauftragter des Vorstands schon einige Veränderungen in der Gesundheitsversorgung in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf den Weg gebracht.
zum Beispiel im Bereich Herzinsuffizienz, hat auch das Projekt Kardiolotse von Beginn an als Beirat beraten und begleitet. Und ich freue mich, dass Sie heute mit uns diskutieren. So, und jetzt muss ich mich kurz sortieren. Genau, wir starten mal mit Herrn Professor Darius. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was wir heute für Ergebnisse vom Kardiolotsen gehört haben, wie sollten diese Ergebnisse aus Ihrer Sicht bei der Überführung in die Regelversorgung berücksichtigt werden? Ich glaube schon, dass Lotsen die Zukunft, eine Zukunft haben im Gesundheitssystem. Die Frage ist, wie genau definiert man die Lotsen? Unsere Lotsen waren ja rein beratend tätig, sind nicht tätig geworden. Und Patienten haben keinerlei Community Health Nurse Tätigkeiten wahrgenommen etc. Das heißt, darüber besteht noch großer Diskussionsbedarf, die Lotsenmodelle als oder die Lotsentätigkeiten als solche genau zu definieren. Wir sind natürlich froh, dass wir den Kardiolotsen erfolgreich zum Ende bringen konnten, dass wir wirklich eine wissenschaftsbasierten Studie sozusagen Placebo kontrolliert, denn wir hatten ja eine Standard of Care Gruppe im Vergleich zu einer Interventionsgruppe nachweisen konnten, dass die Lotsen wirklich eine Effekt haben auf die Prognose der Patienten, zumindest im Hinblick auf die Wiederaufnahmehäufigkeit. Ein Trend bei der Senkung der Mortalität, aber genau beim Stroke OVL ist natürlich die Beobachtungszeit zu kurz gewesen, das Kollektiv zu klein, aber wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Und deswegen glaube ich auch, dass die Kardiolotsen als solche durchaus geeignet wären, sie in die Breite zu tragen. Wir müssen natürlich fragen, ist die spezifische Situation hier in Berlin mit der Großstadtpopulation von AOK-versicherten Patienten, die alle bei Vivantes behandelt wurden, ist das auslegbar auf die gesamte deutsche Bevölkerung oder müssen wir da Zwischenstufen einlegen, um noch weitere Evidenz zu schaffen, dass zum Beispiel auch andere Versicherungsnehmer anderen Versicherungen, auch ländliche Regionen etc. im gleichen Maße profitieren wie diese Berliner Population. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und dass die Zukunft vielleicht in einigen Jahren auch durchaus in die Regelversorgung führt. Vielen Dank. Herr Möhlmann, wie sehen Sie das denn aus Sicht der Krankenkasse? Welche Voraussetzungen müssten denn erfüllt werden, damit das, was Herr Professor Darius eben gesagt hat, solche Lotsenmodelle und insbesondere eben auch der Kardiolotse dann in die Regelversorgung übertragen werden könnte? Naja, da gibt es zwei Kategorien von Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Das eine sind die eher formalen. Das heißt, wir brauchen beispielsweise gute Projekte mit guten Ergebnissen, so wie Frau Professorin Sundmacher das hier heute für den Kardiolotsen ja festgestellt hat. Dann brauchen wir eine entsprechend positive Bewertung dieser Projekte. Da gibt es ja noch mehrere Lotsenprojekte, die momentan in der Bewertung anstehen, durch den sogenannten Innovationsausschuss beim gemeinsamen Bundesausschuss. Für die Insider sind das Abkürzungen wie I-Ausschuss und GBA und für die normalen Menschen irgendwie abstrakte Institutionen, die man kaum verstehen kann, oftmals jedenfalls. Und wenn dort eine positive Bewertung in dieser zweiten Stufe geschehen ist, dann bedarf es des Deutschen Bundestages höchstwahrscheinlich, der eine gesetzliche Regelung auf den Weg bringt. Und diese gesetzliche Regelung würde dann eben festlegen, wie und an welcher Stelle der Kardiolotse oder andere Lotsen in die Regelversorgung kommen. Damit sind wir aber auch schon bei der Frage, wie entstehen eigentlich gesetzliche Regelungen zum Gesundheitsbereich in Deutschland? Und das hat dann viel mit Akzeptanz zu tun. Vorrangig hoffe ich mal immer mit der Akzeptanz durch die Patienten und die Versicherten, aber sicherlich auch mit der Akzeptanz bei den ganzen Anbietern, niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern und vielen anderen, die da beteiligt sind. Und dann ist eben die Frage halt, werden wir diese Akzeptanz aufbringen? Und Sie sehen, der Weg in die gesetzliche Regelversorgung ist jedenfalls keine unmittelbare Sprintstrecke. Ja, Sprints gibt es, glaube ich, im Gesundheitswesen insgesamt relativ wenig. Aber das ist ein gutes Stichwort, weil Herr Dr. Brinkmeier, ja, hat Herr Galle uns ja eben schon erzählt, hat ja schon einen kleinen Sprint zumindest hingelegt, hat schon das Schlaganfall-Lotsen-Projekt in weitere Regionen übertragen, auch nach Luxemburg. Was würden Sie sagen, Herr Dr. Brinkmeier, wie könnten Synergien aus verschiedenen Projekten dazu beitragen, dass aus dem Marathon tatsächlich mehr, zumindest sagen wir mal, ein 800-Meter-Lauf wird, wenn es jetzt vielleicht kein 100-Meter-Sprint wird, wie wir da tatsächlich über Synergien aus den konkreten Projekten, die wir haben,
wirklich die Übernahme beschleunigen können in die Regelversorgung. Also zunächst sollten wir festhalten, die Lotsen sind wirklich eine Erfolgsgeschichte. Das hat sich gerade heute durch die Ergebnisse, die wir jetzt gehört haben, bei den Kardiolotsen nochmal sehr, sehr deutlich bestätigt. Es ist aber auch eben tatsächlich schon, wir sind schon mitten im Marathonlauf tatsächlich, wie Sie beschrieben haben, und haben schon gewisse Meilensteine erreicht. Und wichtig ist, dass man natürlich nicht die Puste ausgeht, dass man zwischendurch vielleicht mal einen Schluck Wasser trinken kann, dass es weitergeht. Es ist auch deswegen eine Erfolgsgeschichte, Sie haben es erwähnt, dass die Politik eigentlich schon einen Beschluss gefasst hat. Also die Ampelkoalition hat das schon beschlossen. Interessanterweise hat auch die CDU auf ihrem Parteitag jetzt auch beschlossen, dass Patienten, Lotsen, Teil der Sozialgesetzgebung werden sollen. Also da können wir sicher sein, also die politische Evidenz existiert. Aber natürlich fragt die Politik, wie soll es denn dann genau sein, wie will man das denn machen? Und da kommt eben das Thema ins Spiel, dass wir grundsätzlich, wir denken vor allem innerhalb des Sozialgesetzbuch 5 natürlich als Anker, sagen müssen, eine Antwort geben können, was Patientenlotsen insgesamt sein soll, ohne dass wir die spezifischen Eigenschaften von Kardiolotsen, von Schlaganfalllotsen und anderen Lotsen dann auch aufgeben. Es darf keinen Einheitslotsen am Ende geben, weil das widerspricht ja sozusagen dem individuellen Bedürfnis, je nach Indikation, Lebensverhältnis dann der Betroffenen. Deswegen muss man eine Lösung überlegen, wie man gerade die Synergien, die wir hier haben, dann zusammenbringt. Was sind die Synergien? Das hat Frau Brühl eigentlich auch eben sehr gut zum Ausdruck gebracht in ihrem Vortrag. Die zentrale Synergie, die es gibt, ist das Kümmern. Also aus Sicht der Betroffenen. Und so muss man immer auch argumentieren. Das ist immer der Anfang. Man ist in einer komplexen Situation, die kann sehr plötzlich kommen durch einen Schlaganfall oder die kann sich entwickeln. Und dann sagt man aber, es ist gut, dass du einen Lotsen bekommst. Und innerhalb dieser komplexen Situation, die eben gesundheitlich induziert ist, muss man eben sehen, dass man gut durchgeführt wird. Deswegen ist der Lotsenbegriff ja eben auch so definiert worden. Und dieses Kümmern ist allen gemeinsam. Wir haben in unseren Projekten unterschiedliche Ausprägungen, wie genau die Interventionen dann vielleicht aussehen. Aber wenn man die übereinander legt, und das tun wir tatsächlich in unseren beiden Projekten, sehen wir, dass es eine sehr hohe Übereinstimmung gibt. Und da gibt es immer noch spezifische Ausprägungen, je nach Indikation. Aber das Kümmern an sich, das ist sehr, sehr gemeinsam. Und das Gute ist daran, dass wir in unseren Projekten bilateral, aber auch schon innerhalb zum Beispiel des Bundesverbandes Managed Care, der DGEV, kommt immer mehr sozusagen Harmonisierungstendenzen zustande, dass wir dann sagen können, was heißt denn dieser zentrale Kern, wo man dann tatsächlich diese Synergie dann auch zeitigen kann. Das ist nicht nur eine Synergie jetzt über die Projekte, sondern das ist auch eine Synergie im Hinblick auf die Versorger entlang der Kette dann auch, weil die müssen natürlich auch sehen, dass man jetzt nicht als Hausarzt zum Beispiel dann mit 17 verschiedenen Lotsensorten irgendwie hinter kommunizieren kann, sondern dass ich ganz normal als niedergelassener Arzt dann zum Beispiel dann weiß, okay, wenn ich mit Lotsen spreche, ist das schon aus einem Guss, egal ob es jetzt ein Schlaganfall ist oder Cardio, das ist dann die indikationsspezifische Ausprägung, aber die Art und Weise, wie man interagiert, bis hin zu den technischen Fragestellungen dahinter, digital, das muss auch da sein. Also auch diese Synergie muss erarbeitet werden. Wir sehen aber in unseren Projekten gemeinsam, dass das auch wirklich möglich ist, sodass man das auch entsprechend basteln kann. Und nicht zuletzt muss das Ganze bezahlt werden. Und man darf auch den Kostenträgern, also spezifisch den Krankenkassen, auch nicht zumuten, dass hinterher alles irgendwie einzeln neu definiert und abgerechnet werden muss. Auch da muss man drüber nachdenken, wie sieht die Synergie aus. Das wird, das ist so ein sehr aktueller Diskussionsstand, was mit Modulen, mit Lotsengraden, analog wie Pflegegrade zu tun haben. Also wir müssen uns da Gedanken machen, wie man das vereinfachen kann. Da gibt es schon gute Überlegungen. Da ist aber die Messe noch nicht gelesen. Da arbeiten wir dran und unser Anspruch gemeinsam ist, dass wir uns das nicht irgendwo vorschreiben lassen wollen, sondern dass wir sehr aktiv in Vorschlägen dann auch tatsächlich an die Entscheider, also vor allem GBA, aber auch an Gesetzgeber auch angehen werden. Vielen Dank. Das Thema würde ich tatsächlich gerne auch noch mal an Herrn Professor Darius weitergeben. Sie haben eben gesagt, es gibt einen Kern, es gibt ein Kümmern, was eigentlich für alle Lotsen zentral ist, aber es darf keinen Einheitslotsen geben. Wie sehen Sie das, Herr Darius, aus Ihrer medizinischen Erfahrung? Wie viel Einheitslotse geht? Wie viel Annäherung zwischen verschiedenen Indikationen, zwischen verschiedenen Patientengruppen kann gehen? Und wie viel müssen wir doch irgendwie individuell dann machen? Ja, man kann Herr Dr. Brinkmann nur zustimmen, dass der Einheitslotse wahrscheinlich auch personell einfach überfordert wäre, weil es so viele verschiedene Krankheitsbilder gibt. Denken wir an die Onkologie, denken wir an chronisch-rheumatische Erkrankungen etc. Aber ich persönlich bin schon davon überzeugt, dass man größere Entitäten an einer Krankheit zusammenfassen sollte, dass zum Beispiel Schlaganfall und Myokardinfarkt und periphere arterielle Verschlusskrankheit, dass die meisten Erscheinungen oder die meisten Erkrankungen dieser
drei Entitäten beruhen auf der Atherosklerose der Gefäße, dass die sich anbieten würden, sie zu einem kardiozerebrovaskulären Lotsen mehr oder weniger zusammenzufassen, weil die Ausbildung des Personals wäre in großen Teilen identisch. Die sekundärpräventiven Maßnahmen sind in großen Teilen identisch. Natürlich sind die Akutinterventionen sind natürlich etwas unterschiedlich, weil Schlaganfalllotsen brauchen eben diese persönliche auch Wohnungsbesichtigung, weil Umbaumaßnahmen durchgeführt werden müssen etc., was bei Herzinfarktpatienten und PVK-Patienten oftmals nicht der Fall ist. Aber die Parallelen überwiegen doch bei weitem, sodass meines Erachtens die Zukunft bei größeren Lotsenentitäten sein wird, zum Beispiel Onkologie, zum Beispiel kardiozerebrovaskulär oder auch noch einzelne andere Erkrankungen. Aber damit man auch eine entsprechende Anzahl an Patienten dort betreuen kann. Und genau wie Sie, die Substanz der Lotsen liegt im Kümmern, in der Organisation eines guten poststationären Aufenthaltes und vor allen Dingen der Durchsetzung und Implementierung von sekundärpräventiven Maßnahmen. Also das, was die Hausärzte verschreiben, was im Krankenhaus empfohlen worden ist, muss von den Lotsen eben nachgehalten und ja, dafür gesorgt werden, dass eben langfristig sekundärpräventive Maßnahmen angewandt werden. Vielen Dank. Herr Möhlmann, wie schätzen Sie das ein, auch aus Sicht derer, die es am Ende bezahlen müssen? Wofür wären Sie bereit, in der Regelversorgung zu zahlen, wenn Sie sich die Lotsenprojekte anschauen, die wir jetzt hier gesehen haben? Ist es das Kümmern? Ist es die Sekundärprävention? Ist es die Nachbehandlung? Was sind Elemente, die Sie sagen, die würden gut in die Regelversorgung gehören? Also zunächst mal muss ich darauf hinweisen, dass nicht ich oder die AOK Nordost das bezahlt, sondern immer und immer wieder die Versicherten der Krankenkasse, der gesetzlichen Krankenkasse und ihre Arbeitgeber. Und ich glaube, die würden natürlich gern dafür zahlen, ich sage es jetzt mal mit einfachen Worten, wenn klar ist, was hinten rauskommt oder dass zumindest das etwas hinten rauskommt. Dass zum Beispiel tatsächlich Krankenhausfälle vermieden werden. Dass das Leben auch nach einem Schlaganfall möglichst gut weitergeht. Und da haben wir eben in der Tat, trotz des vielen Geldes, das wir ausgeben, offensichtlich ja belegbare Lücken. Belegbar in Studien, aber für jeden, der mal im familiären Zusammenhang irgendwo betroffen ist, auch unmittelbar nicht nur belegbare, sondern erlebbare, real festgestellte Defizite. Und die Krankenversicherten, mein Verständnis, würden höchstwahrscheinlich gern dafür bezahlen, Geld dafür geben, wenn diese Defizite abgebaut werden. Und das ist ja genau der, sagen wir mal, ergebnisorientierte Kern der Lotsenmodelle. Da geht etwas. Da können wir was machen und da können wir vorankommen. Und wenn dann so, wie bei dem Kardiolotsen, wie von Frau Professorin Sundmacher heute hier ja dargestellt, die bessere Versorgung, die sozusagen bei den Menschen ankommt, auch noch Krankenhausfälle spart, wo Dr. Dankert gesagt hat, das ist für Vivantes schon okay, wenn wir vermeidbare Krankenhausfälle auch tatsächlich vermeiden. Dann haben wir Qualitätsaspekte und wir setzen noch sozusagen Geldmittel und andere Ressourcen frei, die wir dann wieder einsetzen können für weitere gute Krankheitsbekämpfungserfolge. Und da glaube ich, bei einem kleinen Nachdenken wird tatsächlich jeder Versicherte darauf kommen, dass in einer älter werdenden Gesellschaft das dann, glaube ich, eine gute Mittelverwendung ist, wenn wir noch mehr tun können gegen Krankheitserlebnisse, gegen Krankheitslasten. Vielen Dank. Ja, ich glaube, das Thema Krankenhaus, niedergelassene Reha-Versorgung kam vorhin auch schon. Das hatten wir ja heute auch schon viel diskutiert. Wie kann das eigentlich verzahnt werden? Und vielleicht Frage an Herrn Dr. Brinkmeier. Welche Allianzen sehen Sie als besonders relevant und besonders notwendig an, um Lotsenmodelle erfolgreich, vielleicht auch in Projekten, aber dann auch am Ende in der Regelversorgung umzusetzen? Auf jeden Fall müssen alle, die innerhalb der Versorgungskette aktiv sind und auch mit den Patienten zu tun haben, die auch ja ihre persönliche wirtschaftliche Grundlage haben, müssen mit eingebunden werden. Also wir konnten das eben auch gut an einer Folie von Herrn Galle sehen, Akut, Reha, Nachsorge. Das sind jeweils immer Akteure, die unter bestimmten Bedingungen auch arbeiten. Und den darf man nicht in die Suppe spucken. Das heißt, es muss in diesen Alltag reinpassen und da muss man auch wirklich dann Allianzen bilden. Das heißt, als Entwicklungs-, als Steuerungslogik für die Weiterentwicklung des Lotsenthemas muss immer bei rauskommen, dass man nie vergessen darf, wer hat wie was davon ist. Ich glaube, die Hypothese ist ganz berechtigt, dass wir sagen können, wir können alle gemeinsam davon Gewinn erzielen. Niemand muss Angst haben, dass ihm etwas weggenommen werden. Und das muss man in solchen Allianzen dann
sicherlich machen. Die wichtigste Allianz ist erstmal wir selbst hier untereinander. Wir haken uns da ganz gewaltig unter und auch mit den anderen Lotsenprojekten. Das ist eine große Sache, wenn diese Stimme wird gehört werden. Die größte Allianz kommt durch die Betroffenen selbst. Das heißt, es ist eine Aufgabe, und da darf man auch ruhig dann ins Politische auch reindenken, wie kann man die Betroffenen dazu bringen, dass die quasi ihre Stimme erheben. Wir als Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe sind vom Selbstverständnis ja eine Patientenorganisation. Also wir kennen das, indem wir natürlich viel Kontakt zum Beispiel zu den Selbsthilfegruppen haben. Wie kann man das deutlich machen? Wir werden demnächst auch noch viel stärker reingehen. Ich denke, das wird in vielen Projekten da sein, dass man eben auch mal die Patient-Reported Outcomes, dann also das, was Patienten sagen, wie erlebe ich eigentlich das System, auch sehr stark wissenschaftlich noch begleitet, aber dann auch kommuniziert. Und dann wird das auch gehört werden. Und wenn es so ist, wenn sagen wir mal, 75.000 Patienten, die jetzt schon gute Lotsenerfahrungen haben, das dann auch mitteilen und laut sagen, und das dürfen wir ruhig mit fördern, dann wird das eben auch tatsächlich von der Politik gehört. Und am Ende ist es sogar so, dass wenn auf gesetzgeberischer Ebene, und es wird Lotsengesetz in einer Form geben müssen, wir werden sicherlich unter Ergänzung SGB V mindestens haben, dass dann auch ein großer Wille da ist, weil man dann als Abgeordneter ganz platt gesprochen zu Hause in seinem Wahlkreis ist und dann kommen die Leute und sagen, ich will das auch haben, die Nachbarn haben es bekommen, es hat geholfen, es war fantastisch, dann fragen die nicht nach Evidenz so, sondern einfach nach dem, was ich wirklich erlebt habe. Und das ist immer der stärkste Hebel. Deswegen muss man es sehr, sehr streng auch von der Ecke sehen. Aber unsere Aufgabe fachlich ist eben, die Allianzen mit allen, die im System ihren Beitrag leisten, auch, dass es Menschen besser geht, dann auch zu bilden. Ja, sehr spannend. Also der Aspekt eigentlich, dass die Patienten auch diesen Wunsch äußern müssen und nicht nur die Kette der Leistungserbringer, sondern die Allianz mit den Patienten ist eigentlich die wichtige. Und das finde ich nochmal ein spannendes Stichwort. Das hatten wir auch heute schon mehrfach. Herr Dr. Dankert hat es vorhin auch angesprochen. Jeder vermiedene Krankenhausaufenthalt ist ein Patient, der nicht so oft und nicht so lange im Krankenhaus sein muss. Und deshalb die Frage an Herrn Professor Darius, wie schätzen Sie die Rolle oder die Relevanz auch von Patientenlotsen in der ganzen Debatte um die Ambulantisierung der Gesundheitsversorgung ein? Welchen Beitrag können Patientenlotsen dazu liefern? Na, das passt natürlich hervorragend in die Diskussion hinein, muss man sagen. Die Frage, die man sich selbst stellen muss, muss ein Krankenhausaufenthalt die Initiierungsmaßnahme für einen Lotsen sein? Man könnte ja auch sagen, dass Maßnahmen, die zum Beispiel ambulant oder tagesambulant durchgeführt werden, tagesstationär durchgeführt werden, durchaus ebenfalls die Indikation für eine Lotsenbetreuung für die Patienten sein könnten, um dann diese akute Gesundheitskrise eben besser zu managen und einen längerfristigen stationären Aufenthalt zu vermeiden. Von daher passt das sehr gut hinein. Man muss auch sagen, wenn man die Personalressourcen des Krankenhauses anschaut, den derzeitigen Pflegemangel anschaut, wäre eine gewisse Reduktion der Krankenhausbetten, Freisetzung der Pflege für andere Schwersterkranke, die wirklich unbedingt stationär sein müssen, und Verschiebung einiger Operationen oder Interventionen in den ambulanten, semiambulanten oder tagesstationären Bereich, eigentlich genau die Entwicklung der Zukunft, die wir auch vom Krankenhaus her unbedingt befördern müssen. Wie schätzen Sie denn die Grenzen von Lotsenmodellen ein? Also wo hört der Lotse denn eigentlich auf? Vielleicht an Sie beide, Herr Darius, Herr Brinkmeier. Das Kümmern, glaube ich, darf nicht zu weit getrieben werden. Das ist jetzt nicht unbedingt Aufgabe der Versichertengemeinschaft und auch nicht im Sozialgesetzbuch definiert, dass sich der Lotse um alles kümmern muss. Natürlich kamen in der Corona-Pandemie eben auch so Versorgungsmängel älterer, alleinlebender Patienten zutage, denen dann die Lotsen durchaus mal geholfen haben, Lebensmitteltransport aus dem nächsten Lebensmittelladen etc. zu geben. Das ist jetzt auf keinen Fall Hauptaufgabe der Lotsen, sondern die Lotsen sollen eben durch das Gesundheitssystem führen, lotsen und dem Patienten eben auch alle Angebote, die zum Beispiel auch von den Krankenkassen gemacht werden, durchaus zugänglich machen, bekannt machen und dafür sorgen, dass die Angebote wahrgenommen werden und dass die Sekundärprävention konsequent durchgeführt wird. Ich greife den Ball mal auf. Lotsen sind keine Vollkaskokümmerer. Die können sich jetzt nicht um alles kümmern, keine Schuldnerberatung machen, aber wenn die ins Haus kommen, merken, da ist etwas durcheinander, dann werden die veranlassen, dass dann eine entsprechende Maßnahme ergriffen wird, weil die haben ihr regionales Netzwerk, ein wichtiger Erfolgsfaktor, regional denken. Das ist das eine, das ist die Begrenzung. Und die zweite Begrenzung ist natürlich auch, dass man dann auch Lotsen geben keine Spritzen oder waschen nicht. Ja, die machen keine Pflege, das sind also keine Community Health Nurses in dem Sinne. CANs ist ja auch ein wichtiges Thema, dürfen vielleicht einen Lotsenhut mal aufsetzen, so rum darf man denken. Aber man muss das schon wirklich sagen, das Kümmern ist ein Management der Versorgung, ein Informationsaustausch, aber ein empathischer.
Und diese Empathie sorgt für Vertrauen. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, auch Frau Brühl hat das in ihrem Beitrag gesagt, das Vertrauen in die Lotsen ist enorm groß. Und der Effekt ist dann, dass das Vertrauen in die Person eines Lotsen oder einer Lotsin Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unseres Systems als Ganzes erzeugt. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Effekt, der nämlich insgesamt das System auch stärkt. Und diesen Aspekt, den kann man nicht so auf die Schnelle mal evaluieren, aber vom Bauchgefühl wissen wir alle, was damit gemeint ist. Und deswegen darf man das auch immer sehr betonen bei den Gesprächen. Ein Aspekt, den ich noch hinzufügen darf, ist das persönliche Kennenlernen des Patienten und dem Lotsen. Es gibt das Vertrauensverhältnis, das lässt sich meines Erachtens durch eine App nicht ersetzen. Gerade bei dem älteren Patientenkollektiv, welches wir halt mit Schlaganfall und Herzinfarkt im Krankenhaus haben, das kann man vielleicht ergänzen durch eine App, die im Verlauf unterstützend hilfreich ist. Aber der initiale Kennenlernen, der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses, glaube ich, ganz elementar für den Erfolg, den wir auch bei den Lotsenmodellen gesehen haben. Herr Möhlmann, vor dem Hintergrund dessen, was die beiden Herren gerade gesagt haben, welche Wünsche haben Sie an die Politik, was Patientenlotsen angeht? Ich halte die Politiker ja nicht für Weihnachtsmänner, insofern habe ich da auch gar keine Wünsche. Wenn, dann könnte man vielleicht sagen, aus vielen Erfahrungen, vieler gelungener und auch einiger weniger gescheiterter Projekte, was sind die Botschaften? Und die erste Botschaft ist, wenn man denn möchte, dass es sozusagen Lotsen, Kardiolotsen zum Beispiel für alle Versicherten, aller Krankenkassen, also alle gesetzlich Krankenversicherten gibt, dann wird es ja wohl eine gesetzliche Regelung brauchen. Ansonsten werden sich eben einzelne Krankenkassen, so wie hier die AOK Nordost, um ihre Versicherten darum kümmern, dass es den Versicherten besser geht. Also wenn man das für alle will, dann ist die Politik sozusagen stark gefordert. Und da habe ich eigentlich nur einen Satz zunächst mal als Botschaft. Lasst es uns einfach machen. Und diese Botschaft beinhaltet natürlich zwei Kerne. Das eine ist, lasst es uns nicht so kompliziert machen. Und das andere ist, lasst es uns mal anfangen, lasst es uns zügig machen. Und wenn Sie jetzt gehört haben, welche Erwägungen zu treffen sind, die noch nicht abgeschlossen sind, wo wir alle auch noch lernen, wenn wir dann darauf warten wollen, dass im Deutschen Bundestag ein Gesetz gemacht wird, das all dieses beinhaltet und beantwortet und gut regelt, da habe ich die persönliche Befürchtung, dass ich dieses Gesetz nicht mehr erleben werde. Also, was ist die Erwartung, die Botschaft, die man der Politik mitgeben kann? Vielleicht ist in dem Wagnis der Zukunft, ich glaube, so heißt die Koalitionsvereinbarung ja, mehr Zukunft wagen, auch die Möglichkeit gegeben, nicht nur hochdefinierte, feinst ausgearbeitete Lösung an den Staat zu bringen, sondern eine Ermöglichungspolitik zu machen. Und diese Ermöglichungspolitik würde bedeuten, dass man eben im SGB-Bereich Freihandelszonen schafft. Und in diesen Freihandelszonen können dann diejenigen, die Koalition, eine Koalition der Veränderungswilligen bilden, die Dinge voranbringen. Und dafür kann man, das, was Sie beschrieben haben, sagen, kann man eben auch gut die Kompetenz vor Ort einbinden. Das ist das regionale Element. Und dann müssen wir nicht jedes Ein- und Ausatmen in irgendeiner Region in Deutschland per zentralem Gesetz geregelt haben, sondern wir können den Leuten vielleicht auch mal vertrauen durch die Gesetzgebung. Und das geht umso leichter, wenn in den Gesetzen dann noch etwas drinsteht darüber, dass man sich einig ist, dass man die Ergebnisse anschauen will. Also nicht nur die Inputs bereitstellen will, sondern sagt, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, was kommt hinten raus? Und wenn wir das erleben, das haben Sie ja beschrieben, wie das geht, dann erleben wir eben, dass Versicherte, dass Kranke höchstwahrscheinlich sagen, das ist schon gut, was da rauskommt. Und es ist besser als das, was wir vorher hatten. Und das wäre schon mal eine gute Orientierung. Also meine Bitte, wenn man überhaupt Botschaften an Politiker senden darf, wenn man da irgendwas mitgeben darf, dann würde ich das so formulieren, lasst es uns einfach machen. Herr Dr. Brinkmeier, haben Sie das Gefühl, wir machen einfach? Wie glauben Sie, auch aus Ihrer Erfahrung selber aus dem Landtag, wie kann das gehen, dass die Koalition das tatsächlich so umsetzt, wie sie sich das vorgenommen hat? Also wir machen einfach, aber wir müssen auch es einfach machen. Das ist auch noch wichtig. Das ist aber in einer historisch gewachsenen, komplexen Welt aus gesetzgeberischer Sicht, und so denke ich jetzt gerade in meinen Worten, nicht einfach. Tatsächlich wird da noch viel Schweiß der Edlen noch investiert werden, auch im Rechtsbereich, aber auch im Wirtschaftlichkeitsbereich, um das dann nach vorne zu bringen.
Und wir müssen halt vom deutschen Perfektionismus da absehen und müssen tatsächlich den Pragmatismus, den Herr Müllmann hier auch gesagt hat, auch nach vorne bringen. Ich hatte früher am Tag einen Besuch in der dänischen Botschaft, wo das dänische Gesundheitssystem praktiziert worden ist, die eben sehr regional ausgerichtet sind, aber vor allem pragmatisch ausgerichtet sind. Und das dürfen wir gerne auch kopieren. Da denke ich, macht man nichts Falsches. Und wir dürfen auch mal hinfallen. Ja? Also das Schöne an der Region, wo wir die Schlaganfall-Lotsen haben, Ostwestfalen-Lippe, das ist weit weg von Berlin, weit weg von Düsseldorf. Wenn bei uns ein Farbeimer umfällt, dann stört das keinen. Ne? Aber wenn dann am Ende was klappt, kommen sie doch alle gerne und schneiden das Band durch. Und so mit diesem pragmatischen Effekt kommen wir dann auch insgesamt weiter. Das A und O ist am Ende, was sagen die Menschen dazu? Das ist tatsächlich das A und O. Denn bei Schlaganfall ist es so, viele wissen, sie werden nicht mehr so gesund wie vorher. Aber wenn sie wissen, sie dürfen noch Teil unserer Gesellschaft sein, also als soziale Aufgabe, das ist der Punkt, als soziale Aufgabe, dann haben wir ganz viel erreicht. Und diese Möglichkeit muss man uns als Akteure, die wir jetzt in den Projekten sind, auch einfach eröffnen. Und das kann ein Gesetzgeber machen und wir werden da Vorschläge unterbreiten. Super. Ich finde, das sind schöne Schlussworte, nämlich wir machen einfach und wir kriegen das dann schon auch hin. Und deshalb danke ich Ihnen dreien für die angeregte Diskussion. Danke allen Referentinnen und Referenten, allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die heute uns zugehört haben, für die spannende Veranstaltung. Und genau, einmal der Hinweis, dass Sie Fragen, wie gesagt, an das Kardiolotse-Team per E-Mail schicken können, kardiolotse@nordost.aok.de. Sie können sich auf der Webseite kardiolotse.de auf dem Laufenden halten. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Schlusswort an Frau Riesner. Ja, ich habe mich nochmal an Ihre Seite geschlichen. Genau. Ja. Ich wollte tatsächlich auch nochmal Danke sagen. Danke zuerst an alle die jetzt an den Bildschirmen sind, dass sie ihr Interesse gezeigt haben an unserem Symposium Kardiolotse und uns bis zu dem Moment jetzt auch zugehört haben. Danke an alle, die heute die Veranstaltung ausgestattet haben. Danke an unsere Gäste. Danke an die technische Unterstützung. Danke an den Fotografen. Dann bleibt mir auch noch der Dank zu sagen an alle Projektbeteiligten, weil das, was wir heute gehört haben, war ja durchaus ein erfolgreiches Projekt, auf was wir alle stolz sein können. Das geht natürlich nur mit den Ideen und dem Engagement, was wir in dem Projekt hatten. Von daher meinen herzlichen Dank an alle. Und dann bleibt mir zum Schluss auch noch ein Dank an Sie auszusprechen für Ihre professionelle Moderation. Vielen Dank dafür. Und ich bin mir ziemlich sicher, man wird von uns und von Kardiolotse noch eine ganze Menge hören. Dankeschön.